Sind Sie bereit? Ja. Ich bin es auch. Dann starten wir mal. Ja, herzlich willkommen hier heute Abend am 6. November zur Glaubensinformation in Wuppertal, im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute hier erschienen sind. Wenn man hier Stühle dazustellen muss, ist immer ein gutes Zeichen. Wir lassen mal die Tür auf wegen der Luft. Wenn die schlecht wird, müssen wir da vielleicht gleich mal ein Fenster aufmachen. Ansonsten ist natürlich in der Tat auch ein interessantes, vielleicht sogar brisant, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Himmel, Hölle, Fegefeuer, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt. Darum wird es primär heute Abend gehen. Wir machen ja in der Glaubensinformation immer so einen Wechsel zwischen eher systematisch-theologischen Abenden und bibeltheologischen oder biblisch orientierten Abenden. Und ich lege heute besonders Wert darauf, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt, weil wir im Laufe der Kirchengeschichte durch verschiedene Einflüsse, auch kultureller Art, da so den einen oder anderen Zuwachs hatten. Wenn Sie etwa an Fegefeuer denken, dann löst das in vielen Menschen, gerade älterer Semester oder die älteren Semester sind, eher negative Assoziationen aus. In meiner Generation tun sich viele schwer, überhaupt sowas wie Fegefeuer, vielleicht sogar an Himmel oder eine Hölle zu denken. Da ist das schon fast ganz weg. Jetzt gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, hat der Bischof von Mainz sogar gesagt, das Fegefeuer ist nichts Negatives, sondern etwas Positives. Da hat er völlig recht. In der Idee, die hinter dem Fegefeuer-Gedanken steckt, ist eigentlich etwas Positives mit verbunden, aber es hat trotzdem in vielerlei Hinsicht löst negative Gefühle aus, weil man natürlich durch diese Fegefeuer-Theologie, will ich gar nicht sagen, letzten Endes auch eine Praxis, zumindest im römisch-katholischen Sektor, geschärft hat, dass man ja für die armen Seelen betet, auf dass sie aus dem Fegefeuer hüpfen mögen. Oder denken Sie nur an den Ablasshandel, wo man sich Ablässe für Verstorbene oder auch für sich selber erworben hat, dass die Sündenstrafen, die im Fegefeuer halt getilgt würden, verkürzt würden oder dass die schneller dann in den Himmel kämen. Wer so denkt, kann im Fegefeuer keine positive Assoziation sehen. Ich sag's mal direkt gleich, aber dann steigen wir auch in das biblische Thema ein, beziehungsweise in die Hintergründe, dann werden wir sehen, dass da eigentlich eine ganz andere Konnotation ist. Ich selbst komme ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet, näher hin aus der Stadt Essen, noch näher hin aus Essen-Altendorf. Altendorf war der Stadtteil, wo früher die Kruppfabriken gestanden haben. Die sind heute alle abgerissen, aber früher standen da die Kruppfabriken. Altendorf ist halt dann auch eine Siedlung gewesen, wo viele Kruppianer gewohnt haben. Und natürlich gehört ins Ruhrgebiet und auch nach Essen die Kohle. Also da, wo ich groß geworden bin, in meinem Elternhaus, die Familie Kleine ist eine sehr alt eingesessene oder war eine sehr alt eingesessene Familie in Essen, so schon bis ins 13. Jahrhundert nachweislich. Mit meiner Generation ist die Familie Kleine dann aus Essen komplett abgewandert. Man sah aber auch die Kohlentürme. Und das ist natürlich kein Zufall, dass der Stahl genau da verarbeitet wurde, wo man auch die Kohle geschürft hat, aus der Tiefe geholt hat. Und ich weiß natürlich als Kind des Ruhrgebietes, dass der Stahl lange im Kohlenfeuer sein musste, damit er gut war, damit er hart wurde, damit er nicht spröde blieb, sondern tatsächlich verarbeitbar wurde. Stahl und Kohle nennt man Läuterung. Der Stahl wurde geläutert. Das Fegefeuer ist eine Läuterung. Ich habe nie verstanden, wieso man dafür betet, dass Menschen schnell aus dem Fegefeuer rauskommen. Dann sind die ja noch gar nicht fertig. Also ein Fegefeuer hat für jemanden, der aus dem Ruhrgebiet kommt und der sich mit der Stahlproduktion wenigstens ein bisschen auskennt, kann das eigentlich gar keinen schrecklichen Gedanken haben. So viel nur mal am Anfang mit einem Augenzwinkern erzählt. Aber wir wollen ja schauen, woher kommt überhaupt das, was wir Christen da glauben. Denn wir müssen ja ganz nüchtern erstmal feststellen, wenn wir heute im Jahr 2019 nach der Aufklärung diese These vertreten, wir glauben an eine Auferstehung nach dem Tod, weil wir an jemanden glauben, der von den Toten auferstanden ist und sich erfahrbar gezeigt hat. Das ist schon eine steile These. So muss man sagen, ist erstmal eine Herausforderung. Ist eine Behauptung, die kann jeder so mal in den Raum stellen. Und als Behauptung kann man sagen, kann man glauben, kann man nicht glauben, führt uns aber letzten Endes nicht weiter. Im Gegenteil, würde sogar den Zweifel nähren, ist da überhaupt etwas dran? Wird also eine Frage sein, die uns heute Abend noch beschäftigen wird. Wie kommt man überhaupt dazu, dass wir an eine Auferstehung nach dem Tode glauben?
Und wie kommt es dann speziell zur christlichen Auferstehungshoffnung, die im Keim etwas absolut Positives hat und etwas absolut Erlösendes, wobei dieser Erlösungsgedanke dann schon darauf hinführt, dass es nämlich die Erlösung von der Angst ist, nicht in den Himmel zu kommen. Da steckt eine ganz grundpositive Botschaft drin, die gleichzeitig zu anderen Fragen führt. Wir werden uns da gleich mal auf eine Reise durch die Bibel machen und schauen, wie das Neue Testament, Gewährszeuge ist hier vor allem nicht nur, aber vor allem der Apostel Paulus, wie da im Neuen Testament Antworten auf diese Fragen gefunden werden. Wenn wir Zeit haben, können wir noch einen kleinen Ausblick machen, was im Mittelalter mal daraus gemacht worden ist. Das ist aber mehr dann so ein Seitenthema, wo wir dann aber genau auf diese Schwierigkeiten kommen, mit denen wir uns heute manchmal rumschlagen müssen. Bevor wir in die Bibel schauen, ein kleiner Blick in die antiken Vorstellungen, näher hin die jüdischen Vorstellungen. Die sind nicht singulär jüdisch. Die hat es so oder ähnlich in anderen Regionen und Kulturen damals auch gegeben. Aber wir reden jetzt mal über die jüdische Vorstellung, weil die uns natürlich am meisten interessiert, weil die ersten Christen halt selbst Juden waren. Das Judentum, das sehr alte Judentum, hatte eine recht archaische, einfache Vorstellung von der Ordnung der Welt. Ob man sich die Erde als Scheibe oder als Kugel vorstellt, da kann man jetzt lange drüber streiten. Wir wissen, dass die alten Griechen schon aufgrund von Berechnung erkannt haben, dass die Erde eine Kugelform hat. Tut aber nichts zur Sache. In diesem antiken Weltbild stellte man sich das so vor. Jetzt muss ich das mal ein bisschen höher stellen, damit man mich dann sieht. Stellte man sich das so vor, da haben wir hier die Erde. Das ist die Sphäre der Lebenden. So, da leben die lebendigen Menschen drauf. Typen wie Sie und ich. Das ist unsere Sphäre. Darüber spannte sich der Himmel, in der jüdischen Mythologie sogar die Himmel. Da gab es nicht nur einen, da gab es mehrere. Und zwar sah man die symbolisch angedeutet in den Planetensphären. Also das antike Judentum rechnet mit 7 Himmeln. Wobei sie das Sprichwort ja schon kennen, wenn jemand im 7. Himmel ist, dann ist er quasi in den höchsten Gefilden schwerst verliebt, dann fühlt er sich göttlich. Ja? Das Interessante ist, die Himmel, ich deute die mal hier so an, machen wir mal 7 Sphären da draus, 3, 4, 5, 6, und merken, 7, ja? Da kommt der Mensch eigentlich gar nicht hin, da hat er keinen Zugriff drauf. Die Himmel sind die himmlischen Sphären, in denen Gott und sein Hofstaat quasi wohnen. Das ist die Sphäre Gottes. Auf der anderen Seite, diese Erde würde ja jetzt so in der Luft hängen, dachte man sich, dass die Erde auf Säulen aufruht. Und diese Säulen bilden ihrerseits die Unterwelt. Der sogenannte, auf Hebräisch heißt der Sheol. Die Germanen hatten eine ähnliche Vorstellung, da nannte man die Unterwelt Hel. Und jetzt können Sie schon eine Ahnung bekommen, woher das heute gebräuchliche Wort Hölle kommt. Das ist eine Ableitung von diesem Hel. Dieser Sheol, / Hel, war schlicht und ergreifend das Schattenreich der Toten. Kein Ort der Strafe, sondern wenn jemand diese Sphäre verließ, hierhin konnte er nicht kommen, das war die göttliche Sphäre in der Vorstellungswelt, dann stieg man halt hinab in das Schattenreich der Toten. Hier vegetierten dann also quasi so die Seelen der Verstorbenen vor sich hin. Und zwar unabhängig davon, ob es gute oder böse Menschen waren oder was sie so in ihrem Leben getan hatten. Es war einfach der Ort, wohin man nach seinem Tod gelangte. Alle kamen da quasi. Das stellt natürlich sofort und zwingend die Frage nach der Gerechtigkeit. Die muss man natürlich auch stellen. Denn wenn in diesem Schattenreich der Toten letzten Endes alle existieren, wäre Gott ja möglicherweise ungerecht. Im antiken Judentum stellte man sich das deshalb so vor, dass die Gerechtigkeit schon innerweltlich ausgeglichen wurde. Um das auf eine einfache Formel zu bringen, das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn ein Mensch gut lebte, dann wurde er in diesem Leben durch Reichtum, große Familie, Gesundheit, langes Leben belohnt.
Wenn ein Mensch nicht gut oder den Geboten Gottes gemäß lebte, dann wurde er in diesem Leben durch Krankheit, frühen Tod, Armut, wirtschaftliche Sanktionen bestraft. Man konnte also quasi am Zustand eines Menschen absehen, war das ein guter oder ein schlechter. Klammer auf, diese Denkweise hat sich in Teilen bis in die Neuzeit erhalten, auch in bestimmten christlichen Denominationen. Teile des Calvinismus oder des reformierten Protestantismus haben so etwas immer noch in ihrem Denksystem drin, weshalb zum Beispiel reformierte oder calvinistisch geprägte Gebiete oft wirtschaftlich sehr wohlhabend waren, weil die natürlich alles daran gesetzt haben, äußerlich zu zeigen, wir sind von Gott geliebt. Also eine solche Haltung hört sich erstmal ganz schlecht an, sie kann aber durchaus ihre positiven Nebeneffekte im Sinne motivierender Stimulanzien haben. Ja? Also Sie merken, es ist etwas, was wir in der Bibel grundgelegt haben, dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang auf eine einfache Formel gebracht. Das heißt, es gab gar kein jüngstes Gericht oder etwas Ähnliches, sondern die Gerechtigkeit ereignete sich hier innerweltlich, weshalb nach dem Tod die Menschen, die halt verstorben waren, alle in diesen, die Seelen, alle in diesen Sheol, in dieses Schattenreich kamen. Punkt. In der späteren Reflexion des Judentums tauchen dann aber plötzlich Schriften im Alten Testament auf, die offenkundig einen anderen Gedanken reflektieren. Dazu gehört zum Beispiel das Weisheitsbuch Hiob. Hiob ist keine historische Gestalt, das ist eher eine Lehrerzählung, die die Frage reflektiert, es gibt offenkundig Menschen, die doch so offenkundig gottgemäß leben, denen es trotzdem schlecht geht hier auf der Erde. Das durchbricht quasi diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Umgekehrt gibt es vielleicht sogar Menschen, die objektiv gesehen schlecht sind, also zumindest nach all dem, was man so vermuten kann, die leben aber in Saus und Braus und denen schadet das offenkundig nicht. Und diese Lehrerzählung des Hiob durchbricht letzten Endes schon reflektiv, legendarisch diese klassische Denkweise und deutet für uns heute an, da passiert etwas. Das heißt, Leid, erfahrenes Leid, das wäre jetzt mal das Substrat aus der Hiob-Legende, kann auch ein Zeichen der Prüfung Gottes sein, wer die besteht, wird umso höher belohnt. Ganz klassisch aber gibt es ein historisches Ereignis in der Geschichte Israels, das ist ja in der Zeit des Hellenismus oder der Seleukiden ereignet. Da wurde Jerusalem besetzt, der Tempel wurde geschändet und es gab den sogenannten Makkabäer-Aufstand. Also jüdische Kämpfer, die versuchten, oder Aufständische, die versuchten, den Tempel wieder seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Da wird in den Makkabäer-Büchern folgende Erzählung berichtet, dass 7 Brüder sich in besonderer Weise dem Willen Gottes ergebend für den Tempel eingesetzt hätten. Die wurden aber verhaftet und werden, das wird da geschildert, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, auf grausame Weise zu Tode gebracht. Jetzt haben diese 7 Brüder objektiv gesehen etwas Gutes gemacht. Sie haben den Willen Gottes doch versucht zu erfüllen, haben aber in extremst jungen Jahren ihr Leben auf grausame Weise verloren, sodass eine innerweltliche Rehabilitation gar nicht mehr möglich war. Das führt natürlich dann zu der Frage, wie kann Gott so etwas zulassen, wenn es nicht eine Gerechtigkeit über den Tod hinaus gibt? Und da entsteht im Volke Israel eine Idee, die wird da nicht neu geboren in der Menschheitsgeschichte, auch die Ägypter hatten schon so etwas wie einen Auferstehungsglauben, aber hier entsteht jetzt im Volk Israel die Idee einer über den Tod hinaus reichenden Gerechtigkeitsfrage. Gott muss, wenn die Gerechtigkeit innerweltlich nicht gewirkt werden kann, sie letzten Endes über den Tod hinaus wirken. Das gelingt aber nur, wenn diese Verstorbenen in die himmlische Sphäre zu Gott kommen. Es können eben nicht mehr alle gleichberechtigt hier unten im Sheol sitzen, sondern dann muss tatsächlich Gott selbst diese Gerechtigkeit schaffen. Das ist ein Punkt, wo wir im Volk Israel beobachten können, dass so etwas wie ein Auferstehungsglaube mit der Idee eines über den Tod hinausreichenden Gerichtes der Gerechtigkeit stattfindet. Das ist wichtig. Dieses Gericht, von dem da immer die Rede ist, ist kein Strafgericht.
Es ist immer ein Gericht, das Gerechtigkeit über den Tod hinaus schafft. Das wird uns auch gleich noch beschäftigen. Also wenn wir vom jüngsten Gericht reden, dann geht es da weniger um die Frage, wer kommt in der Hölle, wer kommt im Himmel, wer kommt sonst wohin, sondern wie schafft Gott Gerechtigkeit? Kann Gott das überhaupt schaffen? Schauen wir da gleich mal. Im Judentum entstehen daraufhin im Wesentlichen zwei Strömungen, gibt auch mehr, aber im Wesentlichen zwei Strömungen. Die eine, von denen die beiden Hauptlinien uns dann im Neuen Testament begegnen. Die eine Strömung lehnte einen Glauben an die Auferstehung radikal ab und verblieb quasi hier in diesem Weltbild, haben die auch gute Gründe für gehabt. Und eine andere Linie nahm den oder vertrat einen Glauben an die Auferstehung, ohne den jetzt näher zu entfalten. Da geht es dann eben nur um eine über den Tod hinausreichende Gerechtigkeit, die von Gott gewirkt wird. Die Linie, die die Auferstehung radikal ablehnte, begegnen uns im Neuen Testament als Sadduzäer oder Schriftgelehrte. Die waren nicht der Auferstehung folgend. Die Linie, die die Auferstehung glaubte, begegnet uns im Neuen Testament als Pharisäer. Die Pharisäer haben heute bei uns einen sehr schlechten Klang. Wenn wir jemandem sagen wollen, er sei pharisäerhaft, dann ist das fast schon eine Beleidigung. Damit tun wir den Pharisäern Unrecht, sogar großes Unrecht. Theologisch standen die Pharisäer Jesus und später auch den Aposteln oder den frühen Christen durchaus nahe. Deshalb ist es kein Wunder, dass ein gewisser Paulus von sich sagen kann, ich bin ein Pharisäer, der gehörte offenkundig dieser Schule an. Oder denken Sie alleine im Neuen Testament Josef von Arimathea oder Nikodemus, die beide auch der Partei der Pharisäer zuzurechnen gewesen sind, die aber dann auch in die Gefolgschaft oder in die nähere weitere Gefolgschaft Jesu gehört haben, die mit ihm sympathisierten. Wir müssen also sehr, sehr vorsichtig sein, das zu verallgemeinern. Gerade aus der Partei der Pharisäer darf man davon ausgehen, dass Jesus da durchaus Zusprecher gehabt hat. Nicht umsonst ist er auf seiner Wanderung nach Jerusalem, kehrt er zum Beispiel auch im Haus eines Pharisäers ein. Da gibt es große Nähe. Also das, was wir über 2000 Jahre Kirchengeschichte dieser Fraktion da angetan haben, dass wir es heute fast als Schimpfwort gebrauchen, das ist sehr ungerecht, was wir da treiben. Zweifelsohne die Pharisäer, weil sie sicher sein wollten, dass sie in den Himmel kommen, aber da kommen wir dann auch schon wieder an eine christliche Perspektive ran, haben auf eine strikte Gesetzesobservanz geachtet. Also die Tora sollte mehr oder weniger strikt geachtet werden. Dagegen wendet sich dann zum Beispiel Jesus, weil er sagt, dadurch werden Lasten geschaffen, die das Leben hier fast unmöglich macht. Darauf kommt es im Letzten nicht an. Die Tora, die Weisung Gottes, behält ihre Gültigkeit, aber nicht als allein selig machendes Instrument, sondern es soll Leben, vor allen Dingen auch Zusammenleben hier auf Erden ermöglichen. Da gab es offenkundig mit einigen sehr strenggläubigen Pharisäern eine Konfliktlinie. Und das Pharisäerhafte entsteht dann, wenn die Gesetzesobservanz unmenschlich wird. Und da wirft Jesus diesen Pharisäern, das sind aber ganz spezielle Personen gewesen, durchaus vor, ihr seid übertünchte Gräber, ihr tut so als ob, im Herzen seid ihr doch auch nicht besser als die anderen. Ja, das steht da. Aber man kann es und darf es eigentlich nicht verallgemeinern. Für uns wichtig, zur Zeit Jesu gibt es im Prinzip diese beiden großen Linien, die sind da existent, innerhalb des einen Judentums. Es gibt diejenigen, die an eine Auferstehung glauben, sehr stark vertreten in der Partei der Pharisäer, mit denen Jesus durchaus sympathisieren konnte. Und es gibt diejenigen, die einen Glauben an die Auferstehung ablehnen. Bitte schön. Hat sich denn Jesus mit den Sadduzäern gar nicht beschäftigt? Doch. Doch. Boah, reinweise. Ne, die, also das sind dann die Schriftgelehrten. Ne? Die Schriftgelehrten, die begegnen uns in der Bibel immer als die Schriftgelehrten. Das ist aber quasi die Partei der Sadduzäer. Ne? Die werden manchmal auch Sadduzäer genannt, aber in der Regel stehen dann da die Schriftgelehrten. Ne? Also der kleine Pharisäer gleich orthodox? Nee, kann man die sind, sagen? Nein, das sind so Kategorisierungen, die nehmen wir heute vor. Diese beiden großen Linien verschwinden mit der Zerstörung Jerusalems. So ein bisschen in der Weltgeschichte, damit hören die auf, weil der Tempel auch nicht mehr da war. Diese beiden großen Parteien spielten, als es den Tempel gab, eine ganz wichtige Rolle auch für den Tempelkult, weil die im Prinzip den Tempelkult unterhielten. Und Vertreter aus beiden Parteien zusammen bilden das sogenannte Synedrion, den Hohen Rat, vor dem Jesus dann ja vor seiner Hinrichtung dann unter anderem steht. Und dann wird ja auch genannt, dass Josef von Arimathea Mitglied dieses Synedrions war, aber nicht für seine Verurteilung gestimmt hat. Also das war kein einstimmiger Beschluss, der da gefasst worden ist. Ja. Mit der Zerstörung Jerusalems
erfährt das Judentum erstmal eine traumatische Situation, weil das religiöse Zentrum der Tempel verlustig gegangen ist, bis heute spielt deshalb die Klagemauer als letzter Rest des Tempels innerhalb des jüdischen Glaubens eine ganz zentrale Funktion. Es entsteht nach der Zerstörung Jerusalems etwas, was dann bis heute durchaus prägt, ist das rabbinische Judentum. Und das rabbinische Judentum kennt viele Ausfaltungen. Da spielen dann zum Beispiel die orthodoxen Rabbiner eine Rolle. Wir können aber nicht, da muss man auch aufpassen. Ne? Wenn wir zum Beispiel heute, wird in der Jugendarbeit manchmal gemacht, am grünen Donnerstag feiert man dann Passjamal. Ich bin da aus mehrerlei Hinsicht immer skeptisch. Erstens ist das Sedermal, also das Passjamal, ein jüdisch hoch aufgeladener religiöser Ritus. Ja, Nichtjuden können daran teilnehmen. Also wenn mich eine jüdische Familie einladen würde, das Sedermal mit ihnen zu feiern, wäre das für mich eine Ehre und ich dürfte daran teilnehmen. Wunderbar. Aber was wir Christen machen, es ist nicht unsere Tradition. Wenn ein Jude Pessach feiert, das Mal hält, dann zieht er aus Jerusalem aus, mit seinem Volk. Das ist hoch mit Identität aufgeladen. Wir Christen verbinden etwas anderes damit. Wenn wir Christen ein Sedermahl abhalten, dann spielen wir etwas nach. Ich finde das, ehrlich gesagt, merkwürdig. Das wäre genauso merkwürdig, wie wenn Juden jetzt Osternacht feiern würden. Da merken sie, wie defizit das ist. Das ist das eine, wo ich sage, da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Das zweite, viele machen das natürlich, weil sie sagen, wir tun jetzt das, was Jesus wirklich am letzten Abend getan hat. Da muss man sagen, Vorsicht, wir wissen, dass er ein Passjamahl gefeiert hat. Aber die Haggadah, die wir heute haben, die ist aus dem rabbinischen Judentum heraus entstanden. Es ist mit Sicherheit nicht das genau exakt, was Jesus gemacht hat. Das ist später entstanden und hat auch eine gewisse Stabilisierungsfunktion im Judentum erlangt. Also man kann die Dinge so eins zu eins gar nicht ohne weiteres vergleichen. Bitte. In Sheol gab es da in deren Vorstellung ein Weiterleben nach dem Tod ohne jegliche göttliche Nähe. Habe ich das so richtig verstanden? Nee, die Frage ist, ob sie überhaupt ein Bewusstsein hatten, dass sie da sind. Man hat sich einfach gesagt, es gibt so eine Lebensenergie im Menschen. Ne? So. Die bezeichnet der Grieche antik übrigens als Daimon. Also der Daimon, der Dämon, der ist in sich erstmal gar nicht gut oder böse, sondern ist einfach die Lebensenergie. Und die muss ja irgendwo hin. Man sieht also, ein toter Mensch, merkt man, da ist nur die Hülle. Wo ist das, was diesen Menschen ausgemacht hat? Die Lebensenergie, die Persönlichkeit, nennen sie Seele, wie auch immer wir das jetzt en Detail bezeichnen wollen. Die muss irgendwo hingegangen sein. Also man, weit entfernt davon, aufklärerisch zu formulieren, könnte man so etwas heute ähnlich denken im Sinne des Masse-Energie-Erhaltungsgesetzes. Ja? Diese Schöpfung verliert nichts. Das, was von uns materiell übrig bleibt nach dem Tod, wiegt genauso viel wie vorher. Und trotzdem ist jeder, der einen Menschen im lebenden und verstorbenen Zustand sieht, merkt, ja okay, das sieht jetzt so aus, wie dieser Mensch, der gelebt hat, und trotzdem fehlt das alles entscheidend. Es ist jetzt tatsächlich nur die materielle Hülle. Und um so etwas haben, ohne jetzt Anspruch zu erheben, aufklärerisch zu sein, haben die sich früher natürlich auch Gedanken gemacht. Das heißt, das, was diesen Menschen ausmacht, muss irgendwo hingegangen sein. Und das hat man sich als Unterwelt gedacht. Das war kein Ort des Grauens, es war kein Ort der Freude, es war einfach man hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, was da stattfindet. Da waren die halt. Ne? Da hatte man auch keinen Zugang zu. Wir finden in den Psalmen hin und wieder oder in diesem Jona-Gebet, das da im Bauch des Walfisches da singt, da klingt dieses, du führst mich hier in die Unterwelt, also es war irgendwo so dem Tode nahe sein, aber dann wieder errettet werden. Also die vegetierten da so vor sich hin, ob das ein Ort war, wo man Bewusstsein hatte. Gedacht, das ist gar nicht geklärt. Man dachte quasi nur diese drei Sphären, hier die Sphäre des Lebens, darüber die himmlische Sphäre, Gott und die Engel, und die Toten waren halt in der Unterwelt. Punkt, fertig, aus. Aber alles, was so an Gerechtigkeit oder Leben, Ausgleich und so weiter geschaffen war, spielte sich hier auf der Erde ab. Das war so der Gedankengang. Bitte. Aktuell gerade die Juden haben doch diese Ewigkeitsgräber, deswegen haben die ja jetzt in Jerusalem da ein riesiges Projekt. Ja. War denn das jetzt früher auch schon der Gedanke? Also mussten die ewig bleiben? Oder ja, das war früher auch so, das hat etwas schlicht und ergreifend mit der Wertschätzung dieses Körpers zu tun. Wir finden, das ist das eine, grundsätzlich. Weil dieser Körper von Gott geschenkt ist, gibt es eine ganz grundlegende Wertschätzung dafür, das darf nicht einfach entsorgt werden. Mit dieser Makkabäer-Geschichte,
entsteht aber genau noch eine andere Linie, denn jetzt ist ja die Frage, wie ereignet sich denn jetzt diese Auferstehung nach dem Tod? Da finden wir im Buch Ezechiel eine Vision, da wird so dargestellt, wie die Leichenteile so auf einem Feld liegen. Und jetzt ertönt das Schofarhorn, also der jüngste Tag kommt, und dann rücken diese Leichenteile zusammen, die Knochen überziehen sich wieder mit Sehnen und der Mensch, der er mal war, er steht auf. Und aus dieser Vision heraus entsteht der Gedanke, man darf nichts von einem Menschen einfach so entsorgen. Die Teile müssen sich wiederfinden. Das heißt, wenn einem jüdischen Menschen zum Beispiel ein Finger amputiert werden muss oder ein Zahn gezogen werden muss, dann wird er bestattet. Der wird nicht einfach irgendwo entsorgt oder verbrannt. Er wird bestattet, damit dann, wenn das Schofarhorn am jüngsten Tag bläst, die Dinge sich wieder zusammenfinden. Das ist dann ja geradezu und nachgerade die Perfidie, die über den Tod hinausgehende Perfidie der Nazis gewesen, die vergasten Juden dann auch noch zu verbrennen. Das ist eine über den Tod, die wussten genau, was sie machten, um dieses Volk zu demütigen. Über den Tod hinaus, das muss man sich klar machen. Man muss es sich gerade in diesen Zeiten wieder klar machen, wenn da in Halle dieser Anschlag auf die Synagoge ist. Man muss es sich in diesen Zeiten klar machen, wo man antisemitisches Gedankengut einfach so hinausposaunen kann und keiner will. Das sind die Zeichen, die waren damals schon. Man muss sich klar machen, was man diesem Volk da auch angetan hat. Dass in der jüdischen Denkweise und Lebensweise ist das Körperliche bis heute ganz enorm wichtig. Übrigens für uns Katholiken, für evangelische Christen vielleicht auch, aber ich kenne mich im Katholizismus besser aus, für uns Katholiken auch, wenn Sie daran denken, dass bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die Kremierung für Verstorbene verboten war. Da spielt genau derselbe Gedanke eine Rolle, dass der Leichnam in Anführungszeichen unversehrt war, damit er für die Auferstehung am jüngsten Tag parat war. Dass wir heute ohne Bestattungen, ohne Probleme in der katholischen Tradition kennen und sie mittlerweile ja sogar auch flächendeckend fast am häufigsten praktiziert werden, hat erstens mit einem theologischen Erkenntnisfortschritt zu tun, auf den komme ich gleich zu sprechen, aber auch mit dem Erleben unter anderem des Zweiten Weltkrieges, gerade auch hier in unseren Breiten, wo viele Menschen, man muss nur an Barmen denken oder an den Bombenangriff auf Elberfeld, in den Feuerstürmen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind, wenn sie nicht sogar komplett verbrannt sind. Und da entsteht natürlich die Frage, ich will jetzt nicht die Frage Unschuld, Mitschuld, Mitläufertum und so weiter, das ist jetzt nicht die entscheidende Frage, ja? Sondern was passiert mit diesen Menschen, die möglicherweise sich nichts zu Schulden haben, in diesem Sinne zu Schulden haben kommen lassen, aber jetzt ihr Leben in diesen kriegerischen Wirren auf diese Weise verloren haben, dass man noch nicht mal was findet. Denken Sie nur an Hiroshima, da bleibt doch noch nicht mal Staub übrig, wenn so eine Atombombe fällt. Und da entsteht auch eine gewisse theologische Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen, hängt es jetzt wirklich an dem Knochengerüst, das wir bestanden? Und da gibt es einen theologischen Gedankenfortschritt, der wird uns gleich sicherlich nochmal beschäftigen. Aber die Sadduzäer, haben die denn damals auch so bestattet? Ja, weil es eine Wertschätzung führt. Ja, das ist nicht die Frage. Das Schattenreich hier unten war für die Sadduzäer auch geglaubt. Das ist aber keine Auferstehung. Das ist einfach nur ein Ort, da ging man halt hin, fertig. Das ist keine Auferstehung. Das ist kein Auferstehungsglaube. Das fühlt sich so an, irgendwie. Aber hier unten gab es kein Buch. Das war einfach, da ging man halt hin. Aufbewahrung könnte man sagen. So ein Lager, könnte man sagen. Ja. Sadduzäer könnten ja dann die Toten verbrennen. Theoretisch, aber aus Wertschätzung dem Leibchen hat man es nicht gemacht. Ne? Es gab immer eine ordentliche Bestattung. Ne? Das hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Was aber auch in der jüdischen Denkweise ist, wenn Sie daran denken, wie heute Juden auch noch, wenn sie ihre Gräber besuchen, einen Stein mitnehmen und den auf dem Grab platzieren, womit symbolisch angedeutet wird, das Lebenshaus dieses Menschen soll weitergebaut werden. Ja? Das heißt, auch das hängt mit diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang zusammen. Ein Mensch, der schlecht gelebt hatte und dem es hier vielleicht gut ging, konnte seine Schuld auf die nächste Generation übertragen. Es konnte sein, dass seine Kinder oder Kindeskinder die Strafe für seine schlechten Taten erst erfuhren. Ja? Und deswegen gibt das dieses Stammbaumdenken, was da drin steht.
Das spiegelt sich heute noch in der jüdischen Praxis wieder, Klammer auf, die ich für mich übrigens pflege, wenn ich die Gräber meiner Verwandten besuche, dass ich einen Stein dort hinlege, um das Lebenshaus meiner Vorfahren in einer gewissen Weise weiterzubauen. Das ist eine Deutung dieses symbolischen Handelns, dass man Steine auf die Gräber Verstorbener legt. Und das ist bis heute so auch in unseren Breiten, dass jüdische Gräber, Klammer auf, wie muslimische übrigens auch, Ewigkeitsrechte haben. Unsere Gräber, das hat aber was mit der christlichen Denkweise zu tun, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, weil es da bei uns einen Gedankenfortschritt gibt. Unsere Gräber werden je nach Bodenbeschaffenheit eines Friedhofs nach 20, 25, 30 Jahren werden die neu belegt. Können sie zwar neu mieten, aber theoretisch können die dann belegt, neu belegt werden. Ein jüdisches Grab hat Ewigkeitsrecht. Wenn ich mit dem Zug nach Köln fahre, da gibt es so ein Gleisdreieck. Wenn Sie nach Köln fahren, fahrt Richtung links, da ist ein uralter jüdischer Friedhof. Hier am Weinberg, ein uralter jüdischer Friedhof. Ich glaube, an der Weißenburgstraße befindet sich zwischen den Häusern auch ein uralter jüdischer Friedhof. Den wird es da immer geben. Der wird nie weggehen. Wenn man ihn wegmachen würde, wäre es ein Sakrileg. Ja. Wir haben damit jetzt aber die Gemengelage gezeichnet, in der sich quasi die Zeitgenossen Jesu befanden. Es ist nicht so, dass die Christen mit dem Auferstehungsglauben um die Ecke gekommen wären. Nein, es gab schon Juden, die glaubten an eine Auferstehung nach dem Tod. Es gab auch Juden, die glaubten nicht daran. Mit dem Christentum kommt jetzt aber etwas Spezifisches hinzu. Denn bisher kann man ja sagen, wer ist das ganze Ergebnis einer theologischen Spekulation, wie auch immer Sie das jetzt für sich bezeichnen wollen, vielleicht auch einer logischen Notwendigkeit, wenn die Gerechtigkeit Gottes existent sein soll, dann kann das nicht sein, dass mit diesem Leben alles aus ist und so weiter. Das Urdrama des christlichen Glaubens ist der Kreuzestod. Und man muss immer betonen, der Kreuzestod, weil er die absolute Gottverlassenheit symbolisierte. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, finden wir im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, den Hinweis, dass diejenigen, die am Holze hängen, sterben, von Gott verflucht und verlassen sind. Keine Frage von Schuld oder Unschuld. Diejenigen, die diesen grausamen Tod sterben mussten, gelten als Gott verlassen. Es ist kein Wunder, dass zu Jesu letzten Worten gehört, dieser Ruf aus Psalm 22 gehört, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist kein Wunder, dass die Gegner Jesu, die Schriftgelehrten und Pharisäer, seine Ankläger unter dem Kreuz stehen und sagen, wenn du doch Gottes Sohn bist, steig doch herunter. Dann würde er ja beweisen, dass Gott ihn beschützt. Es ist auch kein Wunder, dass die Seinen sich im Moment des Kreuzestodes alle von dannen machen. Erstens, weil sie natürlich Angst hatten, als Kollaborateure möglicherweise das Schicksal zu teilen. Aber auch, weil der Tod am Kreuz erwies, sie sind einem Scharlatan gefolgt. Zumindest war das der erste Gedanke. Ja? Jetzt passiert da aber offenkundig etwas am dritten Tage nach seinem Tod. Und jetzt muss man nicht drei Tage in unserem Sinne 72 Stunden rechnen, sondern Freitag erster Tag, Samstag zweiter Tag, Sonntag dritter Tag. Am dritten Tag zeigt sich dieser am Kreuz Gestorbene auf eine Weise, die bei denen diese Erfahrung zuteil wurde, keinen Zweifel hinterlässt, erlebt. Es gibt aber eine merkwürdige Beobachtung, dass selbst diejenigen, die ihn zu seinen Lebzeiten begleitet haben, und zwar aufs Engste begleitet haben, die Emmaus-Jünger sind mit ihm durch die Lande gezogen, die Apostel, Maria von Magdala, ihn auf den ersten Blick nicht erkennen. Das Erkennen erfolgt immer erst auf den zweiten Blick. Er bricht Brot, wie er es immer gemacht hat. Seine Stimme hat denselben Klang, die Wundmale. Also es gibt irgendetwas Signifikantes, das ihn dann als Jesus identifiziert. Gleichzeitig muss die äußere Erscheinungsweise signifikant diskontinuitiv gewesen sein. Man hat ihn nicht sofort erkannt. Die Frage des leeren Grabes brennen wir jetzt mal aus, die behandeln wir hier in dieser Reihe ja an einem anderen Tag oder an einem anderen Abend. Aber wir merken daran, in der Auferstehung Jesu, diese Erfahrung muss so real gewesen sein, dass sie bei denen, die sie erlebt haben, keinen Zweifel hinterließ. Im Gegenteil,
Sie hat sie motiviert, ihr eigenes Spiel aufs Leben zu setzen. Für eine Halluzination machen sie das nicht. Es muss also von einer ungeheuren Klarheit und Realität gewesen sein. Gleichzeitig muss mit dem am Kreuz Gestorbenen eine wie auch immer geartete, ich nenne es jetzt mal Verwandlung, stattgefunden haben. Da gucken wir gleich aber auch nochmal drauf. Das ist die Keimzelle des christlichen Glaubens. Die ist aber steil. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich habe den gesehen, dann können Sie sagen, kleine Spind. So würden wir dann normalerweise darauf reagieren. Und so reagieren auch in der Antike Menschen darauf. In Korinth hat es offenkundig Zweifler gegeben, die an dieser Auferstehung der Toten, speziell auch der Auferstehung Jesu Christi, gezweifelt haben. Und denen hält Paulus ja dann einen gerichtsfesten Beweis entgegen. Den finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 3. Da überliefert Paulus nämlich das urchristliche Glaubensbekenntnis des Glaubens an den am Kreuz Gestorbenen, der von den Toten auferstanden ist. Und von diesem Glaubensbekenntnis, das finden Sie in den Versen 3 und 4, im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, und in den Versen 14 und 17 wird er sagen, wäre er nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden, wäre unsere ganze Verkündigung umsonst, der Glaube sinnlos. Also das ist die zentrale Basis des christlichen Glaubens. Wenn Sie das glauben, sind Sie Christ. Da reden wir noch nicht über Konfession. Sind Sie Christ. Wenn Sie das nicht glauben, sind Sie was anderes. Ein Christ, der die Auferstehung Jesu Christi vom Kreuzestod leugnet, ist schlechterdings nicht denkbar. Wenn man das irgendwie symbolisiert, dann wird das wird schräg. Dann sind Sie was anderes. Aber das ist, ich will das jetzt gar nicht moralisch oder so werten, aber völlig unabhängig von der Konfession, ein Christ oder der christliche Glauben fußt auf der Auferstehung des Gekreuzigten. Jetzt muss Paulus das beweisen. Das macht er mit folgendem Satz, indem er Zeugen beibringt. Klammer auf. Nach antikem Verständnis, speziell auch jüdischem Verständnis, reicht das übereinstimmende Zeugnis 10 sogenannter gerechter Männer. Die Frauenfrage hat man sich damals so noch nicht gestellt. Brauchen wir auch heute nicht diskutieren. Wir müssen uns zeitgenössisch da hineinbegeben. Also wenn 10 gerechte Männer etwas übereinstimmend aussagten, galt das als bewiesen. Jetzt gucken wir mal, was der Paulus hier macht. Also, Christus wird gekreuzigt, ist begraben worden, ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Wenn Sie mitgezählt haben, werden hier insgesamt über 513 Zeugen angeführt. Und jetzt gucken wir, was der Paulus an dieser Stelle macht. Muss ja gerichtsfest sein. Er erwähnt zweimal die 12 und stellt dieser Erwähnung jeweils die beiden Großprotagonisten voran. Kephas ist der hebräische Name für Petrus und Jakobus ist klar. Ja? Also die beiden Großprotagonisten, denen erschien er zuerst und dann den 12. Hätte doch schon gereicht. Die Apostel. Besteht da gar kein Zweifel. Ja, die Apostel waren nur wahrscheinlich nicht so die hehre Truppe, die wir heute in ihnen sehen. Das waren waffentragende, teilweise zur Rebellion neigende Männer, Fischer vom See Genezareth, einfache Leute, die möglicherweise Komisches vorhatten, die möglicherweise sogar in sie vielleicht dachten, Jesus will das Reich Gottes hier aufrichten, es gibt einen Aufstand. Denken Sie nur daran, als Jesus verhaftet wird, hat der Fischer vom See Genezareth Petrus ein Schwert in der Hand. Wo hat er das her? Was war deren Motivation? Was trieb die? Denken Sie an den Streit der beiden Jünger. Wenn du dein Reich aufrichtest, dann möchte ich den Ministerposten haben. Die haben möglicherweise ganz andere Ideen damit verbunden, als Jesus sie hatte. Sie müssen erstmal lernen, worum es geht. Eine solche Truppe könnte dazu neigen, sich zu verschwören. Die könnten das verabreden, um das Werk Jesu über den Tod hinaus als tolle Geschichte weitererzählend fortzuführen. Man kann gerade dieser Truppe, die doch so verschworen war und längere Zeit zusammen war, möglicherweise unterstellen, das stimmt doch alles gar nicht. Paulus bringt sich selbst ins Spiel. Das ist für ihn enorm wichtig, weil er aus seiner persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus seinen eigenen Anspruch ableitet, Apostel wie die anderen 12 zu sein. Deswegen gehört er mit da hinein. Aber er weiß natürlich, klar, wenn ich ihnen sage, aber ich hab's doch gesehen,
Können sagen, das ist schön, aber ob sie mir glauben, ist eine ganz andere Frage. Ne? Sich selbst zum Zeugen zu machen, ist immer so eine spezielle Geschichte. Deshalb sind diese über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschien, für uns so wichtig. Die sind für uns namenlos. Sie waren es damals aber nicht, denn der Paulus betont, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Also wenn ihr mir und den Zwölfen nicht glaubt, dann fragt die, warum sind die 500 so wichtig? 500 Männer können sich nicht verschwören. Die können es versuchen. Aber bei 500 Leuten, irgendeiner wird immer quatschen. Das geht nicht. Also 500 können sich nicht verschwören. Um eine Verschwörung zu haben, müssen sie immer einen kleinen Kreis Eingeweihter haben. 500 geht nicht. Bei 500, denen er zugleich erschien, scheidet auch letzten Endes aus, dass sich so eine Art Einbildung handelt. Wenn 500 Leute etwas gleichzeitig gesehen haben, wo nur 10 gereicht hätten, dann liegt die Beweiskraft, die endgültige Beweiskraft nach antiken Maßstäben in diesen 500. Weil die Korinther ein äußerst skeptisches Völkchen waren und ihrem Gründervater Paulus nicht unbedingt so ganz sympathisch zugetan waren, das kann man aus dem 2. Korintherbrief ablesen, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass die hier nachgehakt haben werden. Die haben dem das nicht einfach geglaubt. Die werden nachgefragt. Und interessant ist nämlich, dass dieses Thema hiermit abgehakt ist. Es taucht im 2. Korintherbrief, der nachher geschrieben worden ist, ein paar Jahre, nicht wieder auf. Also dieser Drops scheint gelutscht gewesen zu sein. Wir haben also hier auch über diese Jahre Abstand hinweg, wenn man so will, eine Art Beweis, der die Glaubwürdigkeit des Glaubens an die Auferstehung des Gekreuzigten betont. Was hat das mit dem Auferstehungsglauben generell zu tun? Viel. Denn in der Auferstehung des Gekreuzigten steckt ein ganz grundlegendes Paradox drin, das für uns eminent wichtig ist. Denn wenn der am Kreuz wie ein Gottverlassener, wie ein Verfluchter stirbt, die Auferstehung selber aber nur Gott gewirkt sein kann, wie soll das sonst passiert sein? Dann haben wir die Formel, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Es ist ein merkwürdiger Paradox. Und dieses Paradox führt letzten Endes zur theologischen Reflexion, was ist um diesen Jesus von Nazareth? Da entwickelt sich dann die Christologie, das ist auch ein eigenes Thema unserer Reihe Glaubensinformation, wo es dann um die Frage geht, ist er Mensch, ist er Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott? Es führt aber auch die Frage zu der Frage nach dem Sinn dessen, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, warum macht Gott das? Denn Paulus hat insbesondere diese Frage umgetrieben. Dreimal kommt er in seinen Briefen explizit und ausdrücklich darauf zu sprechen. Als Grundton finden wir die aber in vielen anderen Stellen seiner Briefe. Sehr markant bringt er diesen Gedankengang im 2. Korintherbrief vor, und zwar im 5. Kapitel, Vers 21. Das ist ein ganz berühmter Vers, hören Sie immer am Aschermittwoch, nicht nur da, aber auch da. Das ist ein ganz markanter Satz, der es in sich hat. Das ist ein typischer Paulus-Satz, den ich jetzt mal vortrage. Ich sage direkt dabei, im 2. Petrusbrief gibt es einen Hinweis, da empfiehlt der Autor des 2. Petrusbriefs, den Paulus aufmerksam zu lesen, weil der viel nachgedacht hat, aber man müsse seine Worte mit Bedacht abwägen, weil man sonst in die Irre geraten kann. Das ist so ein Satz, an dem man irre werden kann, wenn man ihnen oberflächlich ist. Der Satz steht hier, 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Drösen wir den Satz mal auf. Ich lese ihn noch einmal vor, damit Sie ihn im Ohr haben. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wir müssen ganz kurz erklären, was ist Sünde? Heute verstehen wir unter Sünde, wenn wir Gummibärchen genascht haben, wenn wir was Böses gemacht haben, bei Rot über der Ampel gefahren sind oder wenn wir irgendwas verbockt haben. Dann können wir beichten gehen, zumindest die Katholiken, und dann wird das wieder heil gemacht. So. Das ist aber nicht der biblische Sündenbegriff. Der biblische Sündenbegriff, und das steckt in dem deutschen Wort Sünde sogar auch drin, der biblische Sündenbegriff bezeichnet die Absonderung von Gott. Sünde absondern. Haben Sie auch in der deutschen Sprache diesen Zusammenhang. Die Gegenbewegung ist dann die Versöhnung. Da steckt Sohn drin. Man wird wieder in die Kindschaft Gottes hineingebracht. Das ist quasi die Gegenbewegung. Das heißt, im biblischen Sprachgebrauch bezeichnet die Sünde nicht zuerst die Tat,
sondern einen Zustand der Gottferne, in den man möglicherweise durch eine Tat geraten kann. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Christus hat sich von Gott abgewandt. Moment, das erkläre ich ja jetzt. Christus hat sich auch nicht, ist ja passiv. Er wurde gemacht. Ja, er wurde gemacht. Ja, erkläre ich jetzt. Erkläre ich jetzt. Da ist ja wir müssen dieses Paradox im Hinterkopf haben. Also, er hat den, der keine Sünde kannte. Das ist Jesus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist. Das ist zwar christologisch noch nicht ausreflektiert, aber der Sache nach schon erkannt. In Jesus war Gott da. Dann kann er nicht von Gott getrennt sein. Also er kann die Sünde nicht kennen. Nicht, weil er nur Gutes gemacht hätte, sondern weil in ihm, weil er diese Gottunmittelbarkeit hatte, kann er die Sünde Gottes nicht kennen. Er ist nicht von Gott getrennt. Jetzt kommt Ihr Einwurf, er wurde zur Sünde gemacht. Das ist eine sehr vornehme Umschreibung für den Tod am Kreuz, der doch die Gottverlassenheit bedeutete. Der Ausweis der Gottverlassenheit. Da ist das Paradox nochmal ausformuliert drin. Gottverlassen kommt von der anderen Seite. Nein. Die Sünde hat. Nein, der ist völlig wurscht. Der Tod am Kreuz bedeutete Gottverlassenheit. Wie und warum, ist ja völlig egal. Fakt ist, der ist am Kreuz gestorben, damit war er Gott als Gottverlassener qualifiziert. Der Paulus spielt hier jetzt damit. Es geht nicht darum, hat er das freiwillig gemacht. Das sind alles Fragen, die beschäftigen die neutestamentlichen Autoren. Im Johannesevangelium, der beschreibt dazu, als sei Jesus souverän zum Zwecke der Erlösung der Menschen ans Kreuz gestiegen. In anderen wird er ausgeliefert den Menschen. Also das hat diese Frage beschäftigt die auch schon. Die ist aber letzten Endes hier für unser Thema gar nicht relevant. Fakt ist, der ist am Kreuz gestorben. Das ist ein historisches Faktum. Aber er sagt ja auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das dürfte eigentlich von ihm meiner Meinung nach gar nicht formuliert worden sein. Ist zumindest schwierig. Ja, ist schwierig. Zumindest schwierig. Aber das wenn, heißt, wenn Jesus doch weiß, dass er freiwillig dieses Kreuzesopfer bringt, dann darf wenn er es denn freiwillig bringt, das ist ja ein Interpretament im Neuen Testament. Wenn er es nicht freiwillig gebracht hat, aber er war sich doch als Gottes Sohn darüber im Klaren. Wenn er wusste, dass er Gottes Sohn ist, das ist ja, ja diese berühmte Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu. Fakt ist, wahrscheinlich hat man es ihm in den Mund gelegt, weil es ein Psalmzitat ist. Möglicherweise hat er sogar als Sterbepsalm gebetet. Dieser Sterbepsalm endet ja in der Versöhnung mit Gott. Das ist ja das Interessante, dass der Psalm 22 nicht in der Gottferne stehen bleibt, sondern in die Versöhnung mit Gott hineinführt, in die Gemeinschaft mit Gott. Ist dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als Vorwurf zu sehen oder als mehr? Es ist erstmal ein Gebet. Ja, damit fängt Psalm 22 an. Soll ich ihm Psalm 22 vorlesen, den Anfang? Kann ich machen. Gucken wir mal hier hinein. Dann klärt sich das nämlich schnell auf, was da passiert ist. Das ist jetzt ein kleiner Nebenaspekt. Muss ich gleich gucken, dass ich den roten Faden wiederfinde. Also ich lese jetzt Psalm 22. Der fängt an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung den Worten meines Schreiens. Das ist der Sterbepsalm. Jesus betet Psalm 22. Der hört aber auf mit, ein relativ langer Psalm, Nachkommen werden ihm dienen, vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Er endet also positiv. Er hat quasi eine Art Happy End. Also Jesus, das ist weder Anklage noch sonst etwas. Jesus betet diesen Psalm, der aber in den Ohren der Christen, es ist nicht ausgeschlossen, dass Jesus diesen Psalm tatsächlich gebetet hat. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber in den Ohren der Christen wird er plötzlich in der Auferstehung zur Erfahrung zum Interpretament. Ja, Gottverlassenheit und Gott rettet. Und in dem Satz des Paulus haben sie wieder, er, der keine Sünde kannte, wird zur Sünde gemacht. Der ist nicht, für Paulus ja nicht freiwillig. Wer denn jetzt zur Sünde gemacht hat? Ob die Pharisäer, die Sadduzäer, die Römer? Wer ist das Subjekt dieses Passivsatzes? Da steht doch nicht drin, dass Gott ihn da zur Sünde gemacht hat. Das wissen wir gar nicht. Aber zur Sünde machen. Sie müssen sich von Ihrem Verständnis von Sünde verabschieden. Sünde heißt Gottverlassenheit. Ich kann den Satz auch anders paraphrasieren. Ich kann auch sagen, er, der in der Gottunmittelbarkeit lebte, wurde in die Gottverlassenheit gestoßen. Ist das, was der Satz anders aussagt, anders formuliert aussagt. Sie müssen dieses Wort Sünde, wie wir das heute im Kopf haben, das hat eine negative Konnotation, weil wir immer etwas, eine Tat damit das verbinden. Das ist etwas, was ich eigentlich tue. Ja, das ist aber etwas, was Sie heute nachreformatorisch, ist das auch in unsere katholische Tradition hineingesuppt. Wir haben den Begriff der Sünde verändert im Laufe der Jahrhunderte. Das ist aber nicht der Begriff der Sünde, der hier drin steht. Okay. Hier meint er schlicht und ergreifend den Zustand, bist du in Gott oder bist du nicht in Gott?
Völlig. Und wer dafür zu verantwortlich steht hier nicht. Na, ist nicht egal, aber steht hier nicht. Es kann auch sein, die Römer haben ihn ans Kreuz geschlagen, dann haben die Römer ihn zur Sünde gemacht. Die Römer hatten kein Interesse daran. Die Römer haben ihn ans Kreuz geschlagen. Entschuldigung. Früher hat der Bischof einen wegen Ketzerei verurteilt und die Stadtknechte haben ihn hingerichtet. Die Römer haben ihn ans Kreuz geschlagen, also haben ihn die Römer zur Sünde gemacht. Man könnte aber auch sagen, Pilatus hat ihn zur Sünde gemacht, wer der verurteilt hat. Man könnte auch sagen, die Mehrheit des Hohen Rates hat ihn zur Sünde gemacht, weil die ausgeliefert haben. Man könnte auch dahinter stehen, vielleicht ist das ein Plan Gottes und Gott hat da einen Plan. Das können wir aus diesem Satz heraus nicht lesen. Fakt ist, mehr sagt dieser Satz nicht, der umschreibt vornehm, der ist am Kreuz gestorben. Warum? Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, damit mit uns was passiert. Jetzt kommt der Sinn des Ganzen hervor. Was sagt der Paulus damit? Modern könnte der Folgendes sagen. Die Menschen damals und vielleicht sogar heute, ein Teil der Menschen, die Menschen damals lebten in einer großen Sorge um ihre Existenz. Was passiert nach dem Tod, sofern man auferstehungsgläubig ist? Kann man vor Gott bestehen, ja oder nein? Und was muss man tun? Muss man die 613 G und Verbote der Tora halten? Geht's nur dann? Und wenn ich eins übertrete, bin ich dann schon verloren und so weiter. Und in diese Situation hinein, sagt Paulus, schickt Gott nicht nur seinen Sohn, sondern er kommt selbst in Jesus Christus. Gott identifiziert sich total mit unserem menschlichen Schicksal, um grundlegend darin erstmal deutlich zu machen, ihr seid gar nicht getrennt. Ich bin gar nicht fern. Ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Wenn er unser menschliches Schicksal total identifizierend übernimmt, muss er sterben, weil der Tod zu unserer Existenz dazugehört. Jetzt stirbt Jesus aber nicht irgendeinen Tod. Er stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tode, den Tod am Kreuz, den Tod der Gottverlassenheit. Die Logik des Paulus an dieser Stelle sagt, das macht Gott nicht umsonst so, sondern er will damit zeigen, er identifiziert sich tatsächlich mit allen Menschen. Mit allen Menschen. Und jetzt sagt die Logik, nach seinem Tod ersteht Jesus auch von den Toten. Und die Logik sagt jetzt, wenn er sich schon bis in den tiefsten Tod hinein mit uns identifiziert, heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass uns allen auch die Auferstehung blüht. Wir alle werden zu Gott kommen, wie Christus. Das ist der Erlösungsgedanke. Du musst dir erstmal keine Gedanken machen, dass du zu Gott kommst. Jetzt merken Sie natürlich sofort an dieser Stelle, wenn das stimmt, dann ist doch völlig driss egal, wie wir hier auf dieser Welt leben. Da können wir die Sau rauslassen. Und tatsächlich haben manche, und deswegen finden wir diesen Gedanken nicht umsonst auch der korinthischen Gemeinde gegenüber ausgeführt, haben manche in Korinth so gedacht, wir verdanken die Existenz des ersten Korintherbriefes jenem Umstand, dass es in der korinthischen Gemeinde Menschen gegeben hat, die an den Paulus geschrieben haben, hast du das wirklich so gemacht? Bei uns in der Gemeinde gibt es Leute, die heiraten, Söhne ihre Mütter, es gehen Leute zu Tempelprostituierten, manche essen Götzenopferfleisch. Ist das genau das, was du wolltest? Die Antwort des Paulus ist frappierend an dieser Stelle. Er sagt, die Leute, die so handeln, haben etwas Wichtiges verstanden. Die bezeichnet er sogar als Starkgläubige. Aber ihr Verhalten ist trotzdem verwerflich, weil sie die, die nicht einen so starken Glauben haben, in die Irre führen. Die werden irre an diesem Glauben. Und deswegen gilt das Gesetz der Liebe Christi, wenn du begriffen hast, dass du nicht aus der Liebe Gottes fallen kannst, sollst du genau dieser Liebe Gottes gemäß leben. Oder wie Paulus sagt, wenn Gott in dir wohnt als Tempel des Heiligen Geistes, dann überleg dir, wie du mit anderen Tempeln des Heiligen Geistes umgehst. Er macht es am Beispiel der Tempelprostituierten deutlich. Da vereinigen sich zwei Tempel des Heiligen Geistes. Und ist das jetzt das, was ihr wollt, auf diese Weise? Sehr intelligente Antwort. Er verurteilt nicht, er spielt den Ball zurück und sagt, überlegt. Also jetzt gilt das Gesetz der Liebe Christi. Paulus kehrt damit den Tun-Ergehen-Zusammenhang übrigens um. Hier, früher, ganz früher galt ja, du musst so und so leben, damit du gerettet wirst. Jetzt gilt, weil du weißt, dass du gerettet bist, sollst du diesem Bewusstsein gemäß leben. Es sind dieselben Faktoren, die werden nur umgekehrt. Ist übrigens etwas, das wir Christen im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte auch unabhängig der Konfession übrigens, glaube ich, verlernt haben.
Ich kenne viele, viele, viele Christinnen und Christen evangelischer und katholischer, römisch-katholischer Provenienz, die um ihre Erlösung, um ihre Auferstehung bitten, um ihr Berufensein. Ein Christ macht das nicht. Ein Christ weiß, dass er erlöst ist. Er weiß, dass er in dieser Hoffnung lebt. Ein Christ müsste eigentlich hingehen und müsste genau diese Hoffnung in die Welt hinein verkünden, denen, die diese Hoffnung noch nicht haben. Zumindest der Impuls, den wir im frühen Christentum sehr stark verzeichnen können. Jetzt haben wir also zwei Fragen, die entstehen daraus. Und das ist typisch für theologisches Arbeiten, wo sie eine Frage beantwortet haben. Das ist jetzt übrigens eine Deutung des Todes Jesu in der paulinischen Tradition. Das Neue Testament kennt viele andere Deutungen. Das ist jetzt auch nochmal so die Frage. Das ist jetzt die paulinische Hypothese. Ja? Es gibt andere. Ne? Wenn Sie eine Antwort gefunden haben als Theologe und Sie haben nicht mindestens zwei neue Fragen, müssen Sie Ihre Antwort überprüfen. Es entstehen jetzt zwei neue Fragen. Erstens, wann? Wann blüht uns dieses Schicksal? Und die zweite Frage ist, wenn Gott gerecht ist, es kommen aber alle zu Gott, kann das sein? Jetzt merken Sie schon, Himmel, Hölle, Fegefeuer sind gedankliche Konstrukte, die wir uns in einer Bilderwelt erschaffen haben, einer symbolischen Bilderwelt. Das ist nicht die Bilderwelt der Bibel übrigens, sondern die kommt aus dem Mittelalter. Wenn das die Gerechtigkeit ist, wie schafft Gott die Gerechtigkeit, wenn alle bei Gott sind? Alle bei Gott, der Mörder und sein Opfer. Das kann doch nicht wahr sein, ist doch nicht gerecht. Geht doch nicht. Wir fangen mal mit Frage, weil sie etwas einfacher ist, mit Frage 1 an. Wann? Offenkundig ist der Paulus hingegangen. Auch die Auferstehungsglaubenden hatten dieses Bild durchaus noch im Kopf. Ist hingegangen und hat gesagt, also, für uns Christen ist klar, wie Christus werden wir auferstehen und zu Gott kommen. Wenn, und zwar dann, wenn Jesus kommt, um die Welt zu vervollkommnen, also am jüngsten Tag. Die Frage ist, wann ist der jüngste Tag? Für die frühen Christen war das erstmal gar kein großes oder merkwürdiges Problem, weil die in dem Bewusstsein lebten, dass sie selbst noch die Wiederkunft Christi erleben werden, die sogenannte Parousie nannte man das, dass sie selbst das noch erleben werden. Jetzt passiert es aber, dass in den frühen Christengemeinden die ersten Christinnen und Christen starben und Jesus war noch nicht wiedergekommen. Großes Problem. Was ist jetzt mit denen? Wo sind die jetzt? Und da, offenkundig ist das in Thessaloniki passiert, im ältesten Schreiben des Neuen Testamentes, dem ersten Thessalonicher Brief, ist uns dazu ein Gedankengang des Paulus erhalten, denn offenkundig hatten Menschen aus Thessaloniki an Paulus diese Frage gerichtet. Und da schreibt Paulus Folgendes. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich den habe. Und das finden Sie im vierten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, die Verse 13 bis 18. Schreibt er Folgendes. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Auf eine Kurzformel gebracht, Todsein hat einen entscheidenden Vorteil, sie kommen schneller dran. Die sind also nicht verloren, ganz im Gegenteil, sondern wenn die Posaune ertönt, das Schofarhorn ertönt, werden die Verstorbenen selbst den Vortritt haben. Da entsteht aber direkt ein neues Problem, nämlich, wo sind die jetzt? Der Scheol hier unten ist keine Lösung, weil die Toten da ihre Identität verloren haben. Das ist so eine Art Seelensuppe. Wie soll man denn in dieser Seelensuppe jetzt seine eigene Identität herausfinden? Für einen auferstehungsgläubigen Juden ist wie für einen auferstehungsgläubigen Christen, und wir haben gehört, als Christ kann man nicht eher auferstehungsgläubig sein, ganz klar, eine leiblose Seele ist nicht denkbar. Muss ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen. Leib heißt nicht unbedingt das hier.
Das Griechische kennt an dieser Stelle zwei Begriffe. Nämlich den Begriff Sarx, das ist Fleisch. Kotelett, kriegen Sie beim Metzger Kaufmann hier um die Ecke. Alles Sarx, was da liegt. Alles Sarx. Lecker, ne? Alles Sarx. Und wir kennen den Begriff Soma. Den kennen Sie aus Psychosomatik, da kommt er drin vor. Soma bezeichnet als solches erstmal die leibseelische Einheit eines Menschen. Und zwar völlig unabhängig von seiner materiellen oder nicht materiellen Ausgestaltung. Soma kann sarkisch sein, kann aus Sarx bestehen. Hier auf dieser Erdenexistenz, dieser Soma, ihr Soma, ist sarkisch. Das ist eine materiell-fleischliche Existenz. Wir hatten aber vorhin gehört, dass Jesus, der Auferstandene, offenkundig von einer anderen Gestalt war. Ja, der hatte schon den Auferstehungssoma. Der ist eben nicht mehr sarkisch, der ist pneumatisch. Stellt sich jetzt aber die Frage, wenn der sarkische Soma, das sarkische Soma, von der Seele verlassen wird, wo ist die denn jetzt hin? Wabbert die so durch die Gegend? Nein, sie muss ja eigentlich direkt überkleiden. Aber wo sind die denn jetzt? Das heißt, der Paulus gibt hier eine Antwort, die erstmal Hoffnung verheißt. Ja, die Toten haben Vortritt. Sie führt aber sofort zur zweiten Frage, wo sind sie denn jetzt? Und auf diese Frage kommt Paulus im zweiten Korintherbrief zu sprechen. Dort näherhin im Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Vor hinten hatten wir Vers 21, das ist der letzte Vers im fünften Kapitel. Das gesamte fünfte Kapitel hat so eine Dynamik, das befasst sich mit dieser Frage um Tod und Auferstehung. Im Kapitel 5, die Verse 1 bis 5 im zweiten Korintherbrief, heißt es folgendermaßen. Wir wissen, macht eine kleine Zäsur. Der Paulus verwendet hier im Griechischen das Wort Eudamen. Eudamen heißt, wir wissen. Und zwar genau in dem Sinne, wie man heute oft sagt, Glauben ist nicht Wissen. Doch, Glauben ist Wissen. Nämlich eine innere Gewissheit. Es geht sogar über das bloß Wissbare, was die Augen sehen können, hinaus und basiert auf einer anderen Form von Erkenntnis, die aber die gleiche Qualität hat. Der Paulus schreibt also hier nicht, wir hoffen oder wir glauben oder wir denken, es könnte schön sein, dass wir wünschen. Nein, der schreibt, wir wissen, in dem Sinne, dass er hier eine unabdingbare Gewissheit hat. Also, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen und sehnen wir uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Für das Verständnis dieser Erzählung ist es von Vorteil, wenn man weiß, dass der Paulus von Beruf Zeltmacher war. Das war sein Broterwerb, eine Zeltmacherei. Und als Zeltmacher wusste er, so ein Zelt ist schon nicht das Schlechteste, bietet Schutz vor Witterung und so weiter, aber ist natürlich nicht das Stabilste. Ist flatterhaft, wenn so ein starker Wind kommt, geht das kaputt. Und er überträgt jetzt diese Bildwelt auf den menschlichen Körper und sagt, dieser menschliche Körper ist als Behausung des Heiligen Geistes schon nicht so verkehrt. Aber wir alle sind älter geworden in unserem Leben. Man weiß, mit 20 war das Zelt stabiler als mit 50 oder mit 70 und 80. Und irgendwann wird dieses Zelt abgebrochen. Umschreibung für den Tod. Jetzt wird es interessant. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Und zwar in diesem Moment. Paulus beantwortet hier die Frage der Auferstehung, die eignet sich im Tod. Das ist der entscheidende Gedankenfortschritt gegenüber Thessaloniki, dem ersten Thessalonicher Brief. Die ereignet sich im Tod, weil Paulus so aufgrund des Nachdenkens diesen Zustand der leiblosen Seele vermeidet. Er sagt das, nämlich im folgenden Satz, im gegenwärtigen Zustand seufzen und sehen wir uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Eine nackte Seele ist nicht denkbar. Damit die Seele nicht nackt ist,
muss sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignen. Klammer auf, sagt Jesus den mit ihm gekreuzigten Schächer am Kreuz nicht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Also hat sich die Auferstehung doch gar nicht am Sonntagmorgen ereignet, sondern sofort. Was sich da am dritten Tag ereignet hat, ist das Offenbarwerden der Auferstehung. Ja? Die Auferstehung selber ereignet sich im Tod, was in der christlichen Mystik, in der Orthodoxie viel stärker ausgeprägt als in unserer westlateinischen Tradition, dieser Gedanke ausgeprägt hat, was hat der Auferstandene denn dann am Schabbat gemacht, wenn er sich erst am Sonntag zeigt, am Freitag schon auferstanden ist? Ja, er ist in den Scheol hinabgestiegen und hat die ganzen Seelen, die da unten noch unerlöst drin saßen, herausgeführt. Bildweltlich in der Ikone der Grabsprengung deutlich gemacht, wenn der Auferstandene an so einem aufgesprengten Grab steht, sich hinabreicht und zwei Menschen herauszieht, zwei Nackte, ein Mann und eine Frau, die haben beide einen Apfel in der Hand, Adam und Eva. Er holt also bis zu den ersten Menschen alle jetzt heraus. Warum? Weil alle jetzt zu Gott kommen sollen. Bitte. Da komme ich gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf. Im Moment, wenn ich gestorben bin, mein jüngster Tag. Richtig. Man kann sich das so vorstellen, also das vorzustellen ist schwierig, weil die Ewigkeit, und das ist auch ein Teil der mittelalterlichen Denkweise, die in Himmel, Hölle, Fegefeuer ist, da insinuieren wir ja Orte. Ne? Der Himmel, die Hölle, irgendwo ein Fegefeuer. Ja? Mhm. Haben wir Räume. Und im Fegefeuer denken wir ja sogar zeitliche Sündenstrafen in der katholischen Lehre. Das Problem an dieser Lehre ist, dass die Ewigkeit weder Zeit noch Raum kennt. Das heißt, in der Diktion des Paulus, und ich kann damit sehr viel anfangen, bedeutet der Tod nichts anderes als das Heraustreten aus der Raumzeit, aus dem Raumzeitkontinuum in die raumzeitlose Ewigkeit hinein. Das ereignet sich im Moment des Todes, was übrigens in der schlussendlichen Konsequenz dazu führt, dass wir hier auf der Erde alle nacheinander aus der Raumzeitlinie heraustreten, weil es nun halt eine zeitliche Existenz ist. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir aber alle gleichzeitig hinzu. Ja? Bitte. Ja, rein. Bitte. Nein, Sie sind zuerst dran. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen im Augenblick, weil bei dem, was hier heute Abend vorgetragen wurde und auch in den sonstigen vielen Malen zuvor, der oder das oder den Scheol kann es ja gar nie gegeben haben. Das ist richtig. Und wenn es den nie gegeben haben kann, dann kann auch Jesus nach seiner Auferstehung gar nicht im Scheol gewesen sein, um dort vorhandene Seelen zu erlösen. Weil es die nämlich gar nicht gibt. Deswegen steht das ja auch nicht in der Bibel drin. Ja? Es ist eine christlich-legendarische Frage, die Frage beantwortet und die beschäftigt uns letzten Endes dann auch, was ist denn mit denen, die vor Jesus gelebt haben? Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, aus dem theologisch reflexiven Niveau des zweiten Jahrtausends nach Christus, wo wir 2000 Jahre theologische Reflexion haben, das schon den damaligen anzuhören. Das war nur das damalige Denken. Ja. Ah, okay. Und das bildet sich dann in der Tradition aus. Und es entsteht Brauchtum daraus. Und dieses Brauchtum ist etwas Wunderbares, weil es etwas Stabilisierendes hat. Was wir in unserer westlateinischen Tradition viel stärker ausgeprägt, das gibt es in der Orthodoxie auch, aber Feste, die in unserem Brauchtum stärker ausgeprägt sind als diese sogenannte Höllenfahrt Christi, die geht übrigens auf ein apokryphes Evangelium zurück. Das ist eine apokryphe Erzählung. Die können wir uns mal vielleicht in einem anderen Zusammenhang hier abgucken, wenn wir mal Auferstehungsevangelien angucken. Aber es ist eine apokryphe Erzählung und daraus entsteht dieses Brauchtum. Ist auch nicht absonderlich, weil wir Weihnachtsgeschichten haben, dass wir Weihnachtsbäume haben, hat mit einer apokryphen Erzählung zu tun. Also das ist jetzt in sich nichts Außergewöhnliches, wo der Brauchtum entsteht. Aber denken Sie mal an unser schönes katholisches Fest, was ja auch eine Dogmatisierung erfahren hat, Maria Himmelfahrt. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Da steht nicht die fleischliche Aufnahme, die leibliche. Ja, Frau Dex, ist das was Besonderes, wenn Sie und ich das auch machen? Nein! Geht doch. Das ist doch nichts Besonderes. Wir alle werden leiblich in den Himmel aufgenommen. Wir bekommen doch einen Auferstehungsleib. Wenn wir dieses Fest feiern, dann feiern wir Maria, die Gottesgebärerin, die Mutter Jesu, in der prototypisch etwas sichtbar wird, was uns allen blüht. Das ist nichts Exklusives, was Maria hat. In dem Dogma steht aber meines Wissens, dass die Mutter Gottes nicht gestorben wäre. Dann können sie ja, dann, die muss sterben, sonst ohne Tod können sie nicht von den Toten auferstehen. Das geht gar nicht.
Das steht auch nicht so da drin. Es steht die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel drin. Die ist bei näherer Betrachtung aber insofern nichts Besonderes, als dass wir alle ja leiblich in den Himmel aufgenommen werden. Die Frage, ja, muss sie ja, sonst natürlich muss sie gestorben sein. Ja? Das aber sonst ist, sonst, genau, das ist eine Entschlafung, ganz genau. Ja? In Ephesus wird ja das Haus verehrt noch, oder können Sie besuchen, wo angeblich das Todeshaus Mariens gewesen sein soll. Ja? Es ist aber letzten Endes prototypisch in der Aufnahme Mariens in den Himmel etwas grundgelegt, was uns allen blühen wird. Natürlich exemplarisch in dieser besonderen Frau, die Jesus zur Welt gebracht hat. Wir haben letzte Woche alle Heiligen gefeiert. Da haben sie das Ganze auf die ganze Heiligenwelt ausgefaltet. Alle Heiligen können wir nur feiern, wenn wir daran glauben, dass Menschen zu Gott kommen. Darin ist ein Schicksal vorgeprägt, das uns allen blüht. Deswegen sind das Hoffnungsfeste. Eigentlich alle Seelen dann auch. Muss als zweiten Tag, der eigentlich ja sogar der eigentliche Totengedenktag ist, ist ja gar nicht allein, ist ja eigentlich aller Seelen. Bitte schön. Darf ich mal eine ganz dumme Frage stellen? Ja, natürlich. Aus evangelischer Unkenntnis. Ne? Gerne, ja, bitte. Wo steht das eigentlich von der Himmelfahrt Maria? Nicht in der Bibel. Nein. Nicht in der Bibel. Das ist eine legendarische Erzählung, die ins frühe Christentum zurückgeht. Und dass wir das feiern, in Maria ist für einen Katholiken das Urbild des Glaubens, weil sie auf das Wort des Engels sich auf diese Geschichte eingelassen hat, den Gottessohn zur Welt bringen. Sie hat also immer etwas Prototypisches darin, das ist auch etwas Idealisiertes. In Maria können wir quasi, wenn wir uns wie Maria auf das Wort Gottes einlassen, können wir unser Schicksal sehen. Und deswegen, diese Mariendogmen, die Dogmatisierungen sind nicht ganz, auch für einen katholischen Theologen, nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Also es steht nicht nur ein Apokryphen im Evangelium oder sowas. Es ist nachweislich bis ins frühe Christentum, dass man an diese leibliche Aufnahme Mariens geglaubt hat. Es geht aber nicht darum, hat jemand den da jetzt gesehen, wie die zu Engeln emporgetragen wurde. Nein, das hat niemand gesehen. Es ist letzten Endes die Ausfaltung eines Auferstehungsglaubens, der sich nicht exemplarisch oder prototypisch nur auf Jesus bezieht, sondern in der Auferstehung Mariens, die bestätigt quasi das, was in der Auferstehung Jesus schon geglaubt werden kann. Jetzt können Sie als evangelische Christ sagen, die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen wollen. Ja, die Auferstehung Jesu reicht völlig aus. Mit uns Menschen ist das aber so eine komische Sache. Ja, ich nehme an, Sie sind verheiratet. Ja? Ich will jetzt gar nicht wissen, wie lange. Ja. Aber ja, ne? So, Sie werden noch, ich hoffe, Sie wissen, wann Ihr Hochzeitstag war. Ja. Ja. So. Wenn Sie diesen Tag nicht mehr feiern würden, wie auch immer Sie beide den jetzt feiern, Sie werden Ihre eigenen Riten haben. Wenn Sie den nicht mehr feiern würden, weil Sie sagen, ach, wir sind schon so lange zusammen, das ist doch, ach, das wird schon, wir wissen ja, das lohnt sich auch nicht mehr, sich scheiden zu lassen und so weiter. Ne? Dann wird das komisch werden. Das heißt, wir Menschen entfalten, auch wenn es evangelische Menschen sind, Riten in unserem Leben. Ne? So Punkte, Dinge, an denen wir uns orientieren. Und in unserer katholischen Tradition spielt deshalb die Aufnahme Mariens, das ist so eine Veranschaulichung dessen, dass diese besonders herausragende Gestalt des Jesus von Nazareth, dass es nicht dieser eine Mensch ist, der exklusiv in die Auferstehung gelangte, sondern mindestens Maria und in Maria wir alle. Das ist quasi so eine Art Idol, Vorbild, zu der man dann aufschauen kann. Als katholischer Theologe sage ich, ich kann mit diesem Dogma etwas anfangen. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Marienverehrer, ich persönlich bin jetzt nicht der ganz große Marienverehrer, habe aber Verständnis für jeden, der das tut. Weil wir aus dem Mittelalter kommend da eine sehr schöne Beobachtung machen. Und zwar, sagen wir mal, bis ins 8. und 9. Jahrhundert hinein hat es gar keine große Marienverehrung gegeben. Weil Christus, Jesus Christus, der Mittler war. Der war der Bruder. Jetzt fängt das aber so in der Zeit der Romanik an. Das ist auch die Zeit, wo die deutschen Kaiser zu Kaisern des Römischen Reiches, Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation wurden. In dieser Zeit fängt das an, dass aus diesem Christus, dem Bruder, Christus der Pantokrator wird, der Weltenherrscher, der rückt plötzlich weg vor dem, dem können sich nur mit Furcht und Zittern nahen, das ist der Richter, der über uns befinden wird. Das ist eine gesellschaftliche Stimmung, die da entsteht. Und die Leute bekommen plötzlich Angst vor ihm. Das ist so eine Initialzündung für das Entstehen der Marienfrömmigkeit, weil man dann sagt, wir können uns doch dann an seine Mutter wenden, denn selbst ein ganz furchtbar mächtiger Herrscher, die Mutter wird immer Zugang zu ihm haben und auf die wird er hören. Und da entsteht eine Bewegung, die man auf Latein umschreibt, per Mariam ad Christum, durch Maria zu Jesus. Man spielt quasi über Bande. Und das ist eine Bewegung, die prägt die katholische Frömmigkeit in Teilen bis heute. Und da hat man doch eigentlich
Jesu Zusagen vergessen, ich bin bei euch. Haben Sie völlig recht, ich widerspreche nicht. Deswegen sage ich für mich, ich wende mich direkt an den Geschäftsführer aufgrund dieser Zusage. Ja, für Leute, die da vielleicht eine gewisse Sorge haben, ist es gut, dass sie den Umweg über Maria gehen können. Ich will denen das nicht nehmen, auch wenn ich persönlich für mich den direkten Weg gehe. Und ich will da auch gar nicht, mir ist das völlig fern, darüber zu urteilen. Ich finde das gut, dass wir im katholischen Glauben das haben. Und aus so einer Frömmigkeitsbewegung heraus ist dann auch die Aufnahme Mariens in den Himmel mal dogmatisiert worden, weil darin deutlich wird, wenn du über Maria gehst, kannst du ihr nachfolgen. Ich sage, mir reicht das Beispiel Jesu schon völlig aus, dass der vom Kreuzestod auferstanden ist. Ja? Also Sie merken, wir sind uns, obwohl ich stockkatholisch bin, an dieser Stelle gar nicht, an dieser Stelle gar nicht fern. Aber ich sage, gerade weil ich katholisch bin, ist diese Weite da für Menschen, um es mit Paulus zu sagen, die vielleicht nicht diesen starken, unmittelbaren Glauben, ist es gut, wenn es da diesen anderen Weg geht, an dem man sich festhalten kann. Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens, an dieses Dogma, nimmt und gibt eigentlich nichts zusätzlich, sondern sie sagt nur, die Auferstehung Jesu war nicht exklusiv, einmalig, sondern sie war prototypisch. Und in Maria, seiner Mutter, kann man das sehen. Aller Heiligen ist letztendlich dann die weitere Ausfaltung, weil alle Heiligen nur funktioniert, wenn die Heiligen bei Gott sind. Ne? Und eben alle Heiligen, nicht nur ein paar. Ich habe jetzt die Reihenfolge, ich glaube, Sie waren zuerst dran. Ja, Sie haben ja jetzt mal den Paulus hier zitiert. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Jesus irgendwo in den Evangelien auch mal geschrieben hat, da kommt dann irgendwann der jüngste Tag, das Gericht. Aber ich kenne selber den Termin nicht, sondern nur mein Vater kennt den Termin. Ja. Das hört sich da ja so ein bisschen anders an, als wenn da doch noch ein... So, Sie sagen ja im Grunde, das jüngste Gericht ist in meinem Todeszeit. Ja, kennen Sie Ihr Todesdatum? Nee, aber... sehen Sie, ich auch nicht. Aber da, ich meine, der Glaube war ja wohl auch, wie Sie gerade ja selber sagten, dass die Menschen darauf warteten. Das Interessante ist, dass wir in diesen beiden Paulusbriefstellen von Paulus selbst einen Gedankengang erkennen können. Und den kann ich jetzt theoretisch noch weiter entfalten durch die ganzen Jahrhunderte des Christentums aus. Wir sind ja mit diesem Gedanken bis heute nicht fertig. Dieses Herausschreiten aus der Raumzeitlinie, aus dem Raumzeitkontinuum, kann ich doch heute nur so formulieren, weil Albert Einstein eine Relativitätstheorie formuliert hat. Das hätte man vor 200 Jahren so gar nicht sagen können. Das wäre gar nicht gegangen. Das heißt, wir haben natürlich auch von anderen Bereichen der menschlichen Existenz Erkenntnisse, die auch unseren Glauben nochmal bereichern können. Im Neuen Testament, das ist in dem Sinne kein monolithischer Block. Wir finden da ganz unterschiedliche Ansätze. Das Wort Jesu sagt erstmal nur aus, ihr wisst nicht, wann es passiert. Das kann ich dahin deuten, dass es einen ultimativen Endpunkt gibt. Jesus kommt wieder auf den Wolken, jüngster Tag und so weiter. Ist ja der Ansatzpunkt, den Paulus selbst durchaus eben auch gehabt hat. 1. Thessalonicher Brief. Ich kann ihn aber auch individuell deuten, dass ich sage, da wir alle unser Todesdatum nicht wissen, ist das der jüngste Tag. Das ist der Gedankenfortschritt, den Paulus im 2. Korintherbrief macht. Für diesen Punkt spräche, dass Jesus im einen Evangelium dem Schächer sagt, heute noch wirst du mir im Paradies sein. In anderen Evangelium könnte man, das ist der Satz, den Sie sagen, durchaus aber auch insinuieren. Ich komme nochmal wieder. Was jetzt genau mit Wiederkunft Christi gemeint ist, ich sage mal, vielleicht ist er schon da. Das weiß ich ja gar nicht. Ja? Also was genau jetzt mit Wiederkunft Christi gemeint ist, gibt es da den ultimativen Endpunkt der Geschichte, an dem Zeit und Raum aufhören? Wann auch immer das sein mag, kann sein. Es kann aber genauso sein, dass es eben genau dieser Punkt ist, wenn wir sterben. Und dann gibt es ja auch den ultimativen Punkt, weil aus Sicht der Ewigkeit das alles gleichzeitig passiert. Ich persönlich, aber das ist jetzt, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das eine ist richtig oder falscher. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich persönlich neige dieser zweiten Linie zu. Dieser Linie, der individuelle Tod ist der jüngste Tag. Damit hätte ich solche Theologen wie Gisbert Gresshake, Norbert Lofing, Gerhard Lofing und so weiter auf meiner Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Theorie ist. Der Ursprungsgedanke war ja, dass die ja überrascht waren, dass jetzt welche schon sterben, bevor Jesus. Genau. Also die haben doch eine andere Vorstellung gehabt. Richtig. Und die funktioniert aber jetzt nicht. Ja, ja. Die erweist sich jetzt im Prinzip faktisch als nicht gangbar. Was lernen wir daraus? Die Offenbarung, die hier grundgelegt ist. Sie müssen vorstellen, Jesus geht ein Jahr nach den synoptischen Evangelien, ein Jahr wirkt er öffentlich. In dem einen Jahr können Sie nicht den Kopf eines Menschen aufmachen, Evangelium rein, Kopf zu und dann glauben. Die tun die ja gar nicht, die rennen ja weg, die verlassen ihn, die Apostel begreifen überhaupt nichts.
Erst nach seinem Tod fangen die an zu reflektieren. Und jetzt wird das interessant. Der Glaube hat was mit Erkenntnis und Reflexion zu tun. Es gibt Zahlen, Daten und Fakten. Der ist am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Ist für uns Christen jenseits aller konfessionellen Grenzen ein Faktum. Er hat diese Worte gesagt. Es gibt ein hervorragendes kleines Büchlein von Norbert Lofink. Jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen. Ist gerade relativ neu aufgelegt worden, wo er auch den Worten Jesu zum Beispiel nachgeht. An denen man sieht, mich hat sehr beeindruckt, dass er denen, ich kann das auch völlig nachvollziehen, was er da schreibt, sehr hohen historischen Wert zubemisst und so weiter. Das wird gesammelt, es wird aufgeschrieben. Aber das ist noch nicht, wo man sagt, das ist jetzt fertig, die Offenbarung ist fertig. Jetzt kommt die Aneignung, das Verstehen, die Reflexion. Interessant ist ja, dass Jesus, der Auferstandene, nach seinem Tod den Jüngern die Vollmacht gibt, ihr bekommt die Vollmacht zu binden und zu lösen. Was ihr löst, wird gelöst sein, was ihr bindet, wird gebunden sein. Wir führen das immer eng auf die Beichte, auf die Sünden. In meinen Augen geht das aber viel weiter. Das heißt für mich nämlich, auf euch werden Fragen zukommen, die sich mir hier in meiner Erdenexistenz, mir Jesus, gar nicht gestellt haben. Jesus kannte sich noch nicht mit Atomkraft, also der kannte sich vielleicht schon als Sohn Gottes mit Atomkraft aus, aber er hat es nicht thematisiert. Ja? Also es gibt zig Fragen, die entstehen im Laufe der Menschheits- und auch der Kirchengeschichte, die sich damals so noch gar nicht stellten. Aufgrund dessen, was ihr gelernt habt, habt ihr die Vollmacht zu lösen und zu binden. Ihr habt die Aufgabe, diese Fragen zu lösen. Und da, wo ihr euch an eine Antwort bindet, merkt ihr, macht das ordentlich. Seid nicht voreilig. Also ich verstehe dieses Jesuswort auch weiter. Das ist der Auftrag, Theologie zu treiben. Und da tauchen dann so Fragen auf. Die erste einfache Antwort, jetzt müssen wir müssen eintauchen in die Gedankenwelt vor 2000 Jahren. Da spielt das hier eine Rolle. Das ist ja noch wirksam. Genau wie in unseren ganz furchtbar aufgeklärten Köpfen auch noch bestimmte Mythen unserer jüngeren Vergangenheit wirksam sind. Ich habe das gestern hier im selben Raum erzählt. Ich esse gern Erbsen. Er hat die Geschichte schon gehört. Ich esse gern Erbsen. Wenn ich Erbsen esse und ich diesen Duft rieche, dann bin ich plötzlich 50 Jahre jünger, naja, nicht ganz, 45 Jahre jünger, und stehe in der Küche meiner Oma väterlicherseits. Die hatte eine Weise, die Erbsen zu machen, die hat sie mir nicht beigebracht, ich kriege die auch nicht hin, die hat irgendwas da dran getan, das war aber... Der Duft löst in mir diese Assoziation aus. Das ist, nennen Sie es real oder nicht real, aber es spielt in meiner persönlichen Existenz eine Rolle, da ist etwas wirksam. Und genauso sind diese Dinge auch bei Paulus noch. Das ist ja eine Vorstellungswelt. Der Paulus verkündet das Evangelium in eine heidnische Welt hinein, die mit diesen Dingen konfrontiert waren. Und er bedient sich dieser Sprache. Wenn wir Weihnachten feiern, Sie haben jetzt vor einigen Wochen diese Geschichte da mit dieser Pachamama in Rom, diese Statuen, die da entfernt wurden, dann Sakrileg und Götzen und was weiß ich was. Ja, dann gucken Sie mal, was wir in gut 6 Wochen machen werden, wenn wir uns Tannenbäume reinstellen. Das ist ein heidnisches, germanisches Symbol, das wir aufgrund eines apokryphen Evangeliums christlich verbrämt haben. Wir sind alle Heiden. Wir tanzen immer noch um den Baum herum, wie um die Donaueiche oder sowas. Möchten Sie das missen? Nein. Wir haben in diesem Symbol doch dann plötzlich ein Interpretament für das gefunden, dass wir einen immergrünen Baum mitten im Winter in unsere Wohnung stellen, der da noch seinen Duft verbreitet. Da kann man doch wunderbar dran erklären, so ist Gott. Der verbreitet seinen Duft überall hin, auch wenn wir gar nicht noch wissen, woher der kommt. Der ist immergrün, der geht nicht kaputt. Gut, wenn Sie nicht gießen, wenn der abgeholt wird. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja? Sie merken, dass hier im Neuen Testament haben wir schon verschiedene Suchansätze. Wir entfalten die aber letzten Endes weiter. Und jetzt müssen, also ich sage immer Theologie, ich muss für mich den Weg finden, der für mich die innere, größte innere Konsistenz hat. Und heute, ich rede aber jetzt 2019, nach all dem, was wir mittlerweile naturwissenschaftlich wissen und kennen, scheint mir persönlich diese Interpretation, die der Paulus für sich auch findet, der hat die ja ursprünglich nicht gehabt, der musste sie ja erst finden, eine gewisse Logik zu haben. Wenn ich dann noch dann diesen Satz höre, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, hat das für mich eine Logik. Das wäre der Weg, den ich glaube. Für die anderen gibt es durchaus auch biblische Ansatzpunkte, die Sie genannt haben. Da glaube ich nur, dass das eher eine Reihe von theologischen Problemen äußert, weil dann die Frage nämlich wieder im Raum steht, wo sind denn die Toten jetzt? Ne, wenn es erst den letzten, den jüngsten Tag gibt, übermorgen, in 5000 Jahren, in 100.000 Jahren, wir wissen den Zeit und die Stunde ja nicht, dann muss ich die Frage stellen, wo sind die denn jetzt?
Dann muss ich nämlich dann anfangen, das zu machen, was man im Mittelalter gemacht hat. Dann muss ich plötzlich Zwischenzustände kreieren. Ja, und so weiter. Ja, ich weiß. Ich hätte es ja auch einfacher erzählen können. Ich sage, gleich mit dem Tode kommt der ins Paradies. Ja. Warum, warum hat er das mit den Jüngsten? Hätte ihm keiner geglaubt. Hätte ihm keiner geglaubt. Das Jüngste Gericht gab es ja bei den Juden auch nicht. Bitte? Das Jüngste Gericht gab es ja bei den Juden auch nicht. Doch, bei den Auferstehungsgläubigen schon. Ach, die hatten auch ein Jüngstes Gericht. Ja. Das ist kein neuer Gedanke. Das ist ja der Witz. Das denn abhalten? Bitte? Da kommen wir jetzt drauf. Damit müssen wir den Abend beschließen. Weil das ist ja meine zweite offene Frage. Da muss ich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, aber, Herr Dr. Kleine, der Einfachglaube in vielen Dörfern, Bauernhöfen, ist ja immer noch so, wenn jemand verstirbt, Fenster muss auf, die Seele muss gen Himmel fliegen. Das ist doch im Prinzip nichts anderes. Ja. Das ist Volksbrauchtum, wobei die Frage dann eben bleibt, selbst die Seele, die zum Himmel fliegt, muss ja eine Gestalt haben. Sonst würde sich ja in Luft auflösen. Da haben sie den Auferstehungsleib, wie auch immer man sich das vorstellt. Wenn sie auf Bildern sehen, wie so eine Seele gemalt wird, die sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Gespenst. Aber die hat eine Gestalt. Ob so jetzt der Auferstehungsleib aussieht oder anders, ich habe noch keinen gesehen, ich weiß es nicht. Aber Samos im Griechischen ist ja nicht Seele, ist ja nicht Geist, die richtige Übersetzung. Ja, das kann man nicht so ganz trennen. Also die Psyche. Ja, man kann es nicht trennen, aber einzig die richtige. Es ist das Wesen des Menschen, so könnte man das sagen. Ja, wir haben das zur Seele gemacht, glaube ich. Ne? Ja, das ist so das deutsche Wort, was wir dann letztendlich schreiben. Genau. Aber wir kommen nochmal auf diesen Gerichtsgedanken zu sprechen. Denn der ist ja wichtig. Ne? Also jetzt ist halt im Prinzip egal, ist das am Ende der Zeiten oder ist es im Moment des Todes, wenn ich vor meinen Schöpfer trete. Was im Ergebnis kommt, das nämlich auch selber raus. Ich persönlich finde nur diese im Tod ereignisliche Aufstehung hat eine bestechendere Logik, weil ich bei dem anderen immer noch irgendwie was postulieren muss, wo sind sie denn jetzt? Ja? Damit befasst der Paulus sich auch gerade wieder gegenüber Korinth, gerade denen gegenüber. Und ich lese jetzt vor aus dem dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Da schreibt er Folgendes, und zwar geht es um die Frage, wem folgen die Korinther? Da gibt es Apollos, da gibt es Paulus, da gibt es Petrus, da gibt es die Christuspartei und so weiter. Vor allen Dingen Paulus und Apollos haben in Korinth gewirkt auf unterschiedliche Weise und haben den Acker Gottes bestellt und darauf etwas aufgebaut. Und an dieser Stelle setzt der Text ein, der endet aber quasi in einer, wie soll ich das sagen, Vision oder Hinweis, wie Paulus sich dieses Gericht vorstellt. Er sagt nämlich, das will ich vorausschicken, im 2. Korintherbrief Kapitel 5, wieder Kapitel 5, Vers 10, denn wir alle müssen für den Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Erster Hinweis, alle treten vor den Richterstuhl Christi, der steht im Himmel. Also kommen alle erstmal in den Himmel. Zweitens, jeder empfängt seinen Lohn für das Gute oder Böse. Von Strafe ist da nicht die Rede. Aber es scheint offenkundig so eine Art Stufung zu geben. Der Lohn für das Gute kann nicht genauso sein wie der Lohn für das Böse. Im ersten Korintherbrief fasst er das in folgende Worte und Sie werden da vielleicht eine Ahnung bekommen, warum wir in der Christentumsgeschichte so einen Gedanken des Fegefeuers entfaltet haben, weil das Feuer da eine Rolle spielt. Auch die Läuterung. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich im Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst wird aber gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Der Paulus lässt die Frage, wann, ob im Moment des Todes oder am Ende der Zeiten, hier völlig offen. Er sagt nur, wenn der Tag kommt, wann auch immer der jetzt individuell oder kumulativ kommen mag. Aber er beschreibt hier sehr schön in einer Bildwelt, wie er sich dieses Gericht der Gerechtigkeit vorstellt.
Sie haben nämlich in ihrem Leben, und da kommen, denken Sie mal an die Steinchen, die wir auf die Gräber, nicht wir, also die Juden auf die Gräber legen, wir bauen in unserem Haus, in unserem Leben ein Lebenshaus. Paulus würde vielleicht auch sagen, ein Zelt. Ne? Aber ein Lebenshaus. Wenn Sie dem Willen Gottes oder gottgemäß leben, bauen Sie sich ein Haus aus Gold, Silber und Edelstein. Wertvolle, stabile Materialien. Wenn Sie Ihr Leben, sagen wir mal so, nicht so ganz gottgemäß leben, bauen Sie mit minderwertigem Material, im schlimmeren Fall aus Holz, Heu oder Stroh. Wenn jetzt der Tag des Herrn kommt, wann immer der sein mag, wir treten vor den Richterstuhl Christi und da alle, müssen wir alle offenbar werden, haben wir gerade gehört. Dann halten wir Gott quasi unser Haus hin. Und dieser Blick der Liebe Gottes wird wie Feuer sein. Und der wird dieses Lebenshaus prüfen. Haben wir gut gebaut, hält unser Haus stand. Haben wir nicht gut gebaut, wird es verbrennen. Wir werden aber gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Das ist die Läuterung, auf der dann mal irgendwann über ganz viele Irrungen und Wirrungen der Fegefeuergedanke entstanden ist. Jetzt haben Sie also für sich die Wahl, was für ein Haus wollen Sie bauen? Wollen Sie im Himmel in einer ordentlichen Villa wohnen oder in einer Wellblechbude? Oder wie ich hier an diesem Tisch ja auch schon öfter erzählt habe, ich kann mir einen Himmel vorstellen, also ein Sein bei Gott, das in verschiedenen Abstufungen dann läuft. Ich sage aber direkt dabei, der Himmel ist natürlich nicht so. Das ist jetzt auch wieder nur eine beispielhafte Vorstellung, die in all ihren, ja, eine menschliche Vorstellung, die in all ihren Brechungen natürlich genauso richtig, wie sie falsch ist. Das ist ganz klar. Ich kann mir den Himmel vorstellen als ein ausgezeichnetes italienisches Lokal mit ausgezeichneten, erlesenen Speisen und gutem Rotwein. Die ganz dollen Menschen, die sitzen auf den besten Plätzen und werden als Erste bedient. Die Normalos, so Typen wie Sie und ich, wir haben gute Plätze. Also ich würde mal so, wie ich Sie angucke, ja, in der Mitte irgendwo. So wie, wenn ich so hier in die Runde schaue, sehe ich gute Chancen für uns, dass wir da bedient werden. Ja? Es gibt aber auch Kellner da drin. Das sind vielleicht die, die hier alles gehabt haben, auf Grundkosten anderer gelebt haben. Keine wirklich schlechten Menschen, aber gedankenlos. Die bedienen dort jetzt. Die bekommen natürlich auch was zu essen. Und natürlich gibt es die ganz bekloppten Drecksäcke hier auf der Welt. Die sitzen vielleicht draußen auf den Stufen. Da kommt auch mal jemand raus, aber die können es nicht wirklich genießen. Ich kann mir also ein Gericht der Gerechtigkeit alleine schon auf dieser menschlichen Basis, und ich betone, das ist natürlich sehr gebrochen im Vergleich zu dem, was es sein wird. Das darf man jetzt nicht sagen, so ist es, um Gottes Willen. Ich will Ihnen das nur an diesem Beispiel deutlich machen, wie ich mir ein Gericht der Gerechtigkeit vorstellen kann. Paulus verwendet hier eben das Bild eines Lebenshauses, eines Seins bei Gott. Wie will man da in seiner Existenz schaffen? Aber Dr. Kleine, wir haben das angesprochen. Im Hause Gottes ist der alle Platz. Ja, die Frage ist nur, wohnen Sie im Keller? Nee, ja, diese Abstufung würde ich da nicht mehr gelten lassen. Die müssen Sie machen, um der Gerechtigkeit willen. Wobei ich an dieser Stelle Ihnen zugestehen würde. Ich glaube, der unterscheidet nicht zwischen Sünder, weil er einfach... Ja, ich will es jetzt mal ins Extreme fassen. Also ob ein Adolf Hitler auf derselben Etage wohnt wie 6 Millionen Juden, da hätte ich dann auch meine Probleme mit. Ich denke, der hat keine Dimensionen selber. Das kommt ja noch dazu. Wo ich aber wir haben jetzt ja, wenn man gestern, dann muss man da ja auch schon wieder Abstufung machen, weil im Prinzip, er liebt alle und er nimmt auch alle. Und er will, was ich gestern gesagt habe, ist, da stehe ich zu, er will alle heil machen. Ja, ja, genau. Jetzt er möchte, er will. Aber wir haben darum schon viele Mal uns ja, ich setze jetzt auch auf Ihre Frage, ist mir sehr wichtig. Ja, Entschuldigung, wenn ich da... Ja, bitte. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Gott Zeit ihres Lebens gehasst haben. Und in der Barmherzigkeit Gottes wird Gott diese Seelen nicht zwingen, bei ihm zu sein. Das heißt also, die Gottesferne wird von diesen gotthassenden Seelen im Grunde genommen selbst gewählt. Und insofern ist das Angebot durch Gottes Barmherzigkeit eine unendliche, aber nicht zwingend. Das ist das eine. Die Seele gehört doch zu Gott. Ja. Und der Mensch ist doch der Böse. Aber die Seele, die bleibt doch bei Gott. Wir geraten natürlich jetzt in einen Bereich, die Frage ist hochinteressant, aber wir geraten jetzt in einen Bereich hinein, in dem wir hoch spekulativ werden müssen. Weil ich sage, das sind alles die Fragen, die habe ich auf meinem Zettel, wenn ich vor mir stehe. Das brennt, interessiert mich genauso brennt wie Sie. Ich gebe darauf, versuche eine Antwort zu geben, sage aber direkt dabei, die ist natürlich höchst spekulativ. Ich schicke dem auch einen Satz voraus,
aus dem Munde Jesu, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir machen uns jetzt Gedanken über etwas, was allein Gottes Sache ist. Unter dieser Voraussetzung, wenn ich sage, in all der Relation mich selbst relativierend, wissend, ich bin nicht der Richter und ich muss nicht das Werk Gottes tun. Es ist allein Gottes Sache, wie er dieses Problem löst. Aber der Erling hat natürlich recht. Um der Freiheit und Liebe Gottes willen muss ich es denken können, dass ein Mensch selbst in der seligen Anschauung Gottes noch sagt, ich will dich nicht. Und Gott muss das anerkennen. Ich muss ihnen, jetzt weiß ich gar nicht, wer es gesagt hat, ich muss ihnen aber auch recht geben, die Seele, Sie haben es gesagt, ne? Die Seele gehört Gott. Auch das ist richtig. Was entsteht in diesem Moment? Ein Dilemma, er muss gehen lassen und kann nicht gehen lassen. Das ist die Hölle. Weil der Mensch, der so will, das Liebesangebot Gottes gar nicht annehmen kann, obwohl er es annehmen möchte, dass der Mensch bereitet sich selbst in diesem Moment hier, das muss ich denken, also spekulativ kann ich das denken, ob das bei Gott wirklich überhaupt möglich ist, ob es möglich ist, Gott noch abzulehnen, wenn man ihn sieht, halte ich persönlich für eine Absurdität. Aber ich muss ihn natürlich denken können. Das wäre die Hölle. Sie haben aber natürlich auch recht, denn der Wille Gottes ist ja, alle zu erlösen, und trotzdem muss er Gerechtigkeit schaffen. Deswegen hat das Haus Gottes tatsächlich viele Wohnungen. Oder in meinem Lokal bekommen selbst die auf den Stufen noch was zu essen. Aber es gibt natürlich, wenn es Gerechtigkeit Gottes sein soll, kann es eben nicht egal sein, wie ein Mensch gelebt hat. Wie gesagt, deswegen habe ich mehrfach betont, das sind jetzt Bilder, die natürlich höchst unvollkommen sind. Höchst unvollkommen. Aber wir müssen die Gerechtigkeit Gottes denken. Ich könnte es auch in folgende Geschichte, die ich zum Abschluss erzählen muss, die hat sich wirklich so zugetragen, erzähle ich, nachdem Sie da sind, und sie ist autobiografisch. Ich lege gleich Ihnen etwas vom kleinen Werner Kleine hier vor. Da hat der Werner Kleine nämlich so einen, der sehr kleine Werner Kleine, nämlich einen Vorgeschmack aufs jüngste Gericht persönlich erfahren. Das sage ich aber gleich, bitte. Vielleicht besteht eine Lösung darin, dass es die Hölle nicht in einer absoluten Ewigkeit gibt, sondern vielleicht eine Entwicklung von einer, sagen wir mal, extremen Gottesferne über einer Ewigkeit verteilt wieder eine Gottesnähe. Das wäre der klassische Fegefeuergedanke, ja, dass man da so ein Reinigungs-, das wäre der Fegefeuergedanke, weshalb übrigens das Fegefeuer häufig mit der Hölle verwechselt worden ist. Eine Hölle kann es seit der Auferstehung Jesu Christi, zumindest in dieser mystischen Dimension des Hinabstiegs Jesu Christi, apokryph überliefert, gar nicht geben, weil die Hölle ja der Ort der absoluten Gottferne ist. In dem Moment, wenn Gott da war, hört die Hölle auf, Hölle zu sein. Dieser Gedanke, den hat es tatsächlich gegeben, dass selbst die Menschen, die in der Gottferne selbstgewählt oder nicht selbstgewählt leben, die Chance bekommen, sich da hinein. Das ist eigentlich die klassische Fegefeuer-Idee, die aber dann, und da bekommt sie ihren negativen Beiklang, dann zur Höllenidee mutiert ist. Das hat man miteinander verknüpft. Biblisch ist das alles nicht. Das ist Bereich mittelalterliche Spekulation, über die ich nicht richten will, weil wir gerade in unserem Jahr genauso spekuliert haben und spekulieren, wie es sein könnte, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, damit es nicht ganz so spät wird. Ich weiß jetzt nicht, die, von der Reihenfolge war hier, glaube ich, zuerst jemand dran. Okay. Dieses hinabgestiegen in das Reich des Todes, was wir im apostolischen Glauben erkennen. Das kommt ja im großen Licht. Ja, genau. Von woher kommt diese Geschichte? Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ja schon ein bisschen später entstanden. Ja. Und referiert im Prinzip schon diese apokryph überlieferte Idee eines hinab, eines an der Höllenfahrt Christi, die in der Orthodoxie etwas stärker ausgeprägt ist. Die hat sich so da. Alt ist das noch? Ist schon ziemlich alt. Ne? Aber es ist, das apostolische Glaubensbekenntnis ist ja ursprünglich ein Taufbekenntnis der Stadt Rom, was nur für die Stadt Rom galt, das irgendwann mal Gesamtkirche geworden ist. Aber es nimmt diesen reflektiven Gedanken, der sich aus dem Brauchtum letzten Endes ergibt, auf. Und deswegen hat das da eingefallen. Ja, aber im Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis findet man diesen Gedanken gerade nicht. Das ist das Interessante. Aber es nimmt quasi das aus der Gedankenumwelt auf, was da so erzählerisch reflektiert wurde. Ja, genau. Eigentlich brauchte der Mensch ja keine Angst vor dem Tod zu haben, weil der Himmel ist ja etwas erstrebenswert. So ist das, ja. Auf
zur anderen Seite, das jüngste Gericht, das gibt einem doch das Gefühl, irgendwas. Weil wir mit dem Begriff Gericht Strafe verbinden. Das meine ich. Ja? Also und von diesem Gedanken wollte ich Sie eigentlich heute Abend ein wenig, ich weiß, dass das schwer ist, weil ich gegen 2000 Jahre Kirchengeschichte ankämpfe. Aber der biblische Begriff ist gerade nicht Strafgericht, sondern Gerechtigkeitsgericht. Es ist also eigentlich kein Strafprozess, der da stattfindet, sondern eher ein Zivilprozess, wo eine Mediation gefunden werden soll. So könnte man das vielleicht, Sie sind der Rechtsanwalt, ich weiß gar nicht, ob ich das ja, ich rede mich um Kopf und Kragen sonst jetzt. Von dem Lazarus. Ja. Das ist doch eindeutig, die Strafe. Ist ein Gleichnis. Ja, ist ein Gleichnis. Ist von Jesus, ja. Nein, dass dieses Gleichnis erzählt jetzt weniger, so ist es, sondern dieses Gleichnis erzählt, dein Handeln hier hat Konsequenzen für da. Und die können drastisch sein. Denn dieses Gleichnis insinuiert ja auch erstmal zwei Orte, was von der Ewigkeit her gar nicht möglich ist. Es veranschaulicht nur, es ist nicht egal, wie du hier lebst. Dieses Gleichnis sagt übrigens nicht, Reich ist doof oder Reich führt in die Verurteilung. Dieses Gleichnis sagt nur, wenn du reich bist und gibst dem Armschlucker vor der Tür noch nicht mal die Krümel ab, dann wirst du ein Problem haben. Das sagt das Gleichnis. Und da geht es nicht um zwei Orte, sondern das heißt nur, dein Handeln hier hat Konsequenzen für dein Sein bei Gott. Und das macht das natürlich in der bildlichen Darstellung. Ist, wenn er die zwei Orte sehr hervorgehoben ist. Ja, aber es bleibt. Aber Sie sagen ja. Der Lazarus kommt doch mal zu mir. Ja. Ja, aber Sie sagen ja sehr zu Recht, das ist ein Gleichnis und keine Tatsachenbeschreibung. Aber es veranschaulicht. Trennung doch sehr deutlich. Wenn das ist, der Impetus des Gleichnisses ist, es hat Konsequenzen, wie du hier lebst. Das ist der Impetus des Gleichnisses. Es ist weniger eine Frage, so soll es beschrieben sein und so nicht. Das ist der Hauptimpetus, was du hier tust. Und der zweite Impuls, der da drin ist, ist, der ist übrigens auch gar nicht so interessant, gerade was Marienerscheinungen angeht und so weiter. Es ist nicht möglich, dass jemand aus dieser Sphäre hier hineinkommt. Außer Jesus, der hinabgestiegen ist und seine Gottheit nicht festgehalten hat. Es ist sonst nicht möglich, dass von dort jemand hier hinkommt und hier Mitteilung macht. Es ist etwas, wo Papst Franziskus sagt, Maria ist keine Postbotin. Wie auch immer man die Marienerscheinung in Medjugorje, Banö und wo die sich alle jetzt bewerten mag, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man die Worte Jesu ernst nimmt. Ich will der Mutter Gottes da nicht ins Handwerk fuschen, auch nicht Gott, Gott kann alles, aber es ist nicht ganz so einfach. Jesus sagt letztendlich, hofft nicht darauf, dass ihr große Offenbarung haben werdet. Euer Handeln hier entscheidet und ihr wisst eigentlich schon, was richtig und falsch ist. Wenn du Reichtum hast, setze deinen Reichtum für die Armen ein. Dann ist Reichtum nicht verwerflich. Wenn du deinen Reichtum nur für dich leben willst, wirst du da ein Problem. Und das wird in der typisch jesuanischen Art sehr drastisch geschildert, in so einem Dualbild. Da gibt es ja gar keine Abstufung bei. Das scheint ja ein totaler Drecksack gewesen zu sein, dieser Reiche. Wir wissen aber, es ist und bleibt aber nur ein Gleichnis, das erstmal sagen will, das hat Konsequenzen. Es reicht nicht, einfach sagen, wird schon gut gehen. Das ist dann auch im Prinzip dieses, das Haus Gottes mag groß sein. Das hat viele Wohnungen. Hat eine Kellerwohnung, große Räume, vielleicht eine Präsidentensuite. Das weiß ich nicht, vielleicht auch. Ja. Gibt kleine, enge, gibt mit Fenster, ohne Fenster. Wo sie da mal einziehen werden, entscheidet sich im Prinzip jetzt. Sie sammeln jetzt quasi Schätze bei Gott. Mal gucken, was sie sich dann so leisten können da. Ist jetzt auch wie Jesuane. Schätze bei Gott sammeln, sagt Jesus auch. Was Jesus sagt in immer neuen Anläufen ist, was ihr hier tut, hat Konsequenzen vor da. Warum? Weil das Reich Gottes schon nahe ist. Es ereignet sich nämlich hier. Das ist Teil dieser jesuanischen Verkündung. Aber ich wollte ihn abschließend, also die hatten noch eine Frage. Ja, ich mache da kein neues Fass auf, weil ich sonst würde ich es vertagen. ich bin da jetzt etwas im Zwiespalt, weil Teile dieser ganzen Diskussion jetzt hier sehen wir sehr stark so nach Allversöhnung aus. Das ist ja auch bei Evangelien. Gerade nicht. Das ist bei Evangelien auch eine sehr stark umstrittene Geschichte. Ja. Aber Jesus weist ja in den Evangelien teilweise sehr eindeutig auf die ewige Verdammnis hin, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ja. Wie kriegen wir das jetzt hier? Ja.
Ich erzähle meine Geschichte, dann ergibt sich das vielleicht daraus. Ja, okay. Denn Allversöhnung war das Wort, das ich genau vermeiden wollte, okay, weil wir Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Es wird ein Gericht der Gerechtigkeit geben. Ja, das gibt, es ist jetzt nicht einfach so, wir gießen die Suppe drüber und Gott macht alles heile, heile, gänzen, alles wird gut. Das kann so nicht sein. Das wäre fatal. Es war im Jahr 1974, Fußball-Weltmeisterschaft. Damals Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer. Ich bin in der Stadt Essen, ich habe es vorhin erzählt, in Altendorf groß geworden, auf einem Grundstück, war für so eine Kindheit ideal, mitten in dieser Großstadt. Und mein Bruder, 2,5 Jahre jünger als ich, und ich, wir haben damals nach der Fußball-Weltmeisterschaft Fußball gespielt. Und neben meinem Elternhaus, neben der elterlichen Wohnung, wohnten Großeltern. Und mein Bruder war Sepp Maier, ich war Gerd Bombo Müller. Und ich habe auf sein Tor geschossen. Tor war die Wand der Oma. Über meinem Bruder hängt an dieser Wand so eine Außenbeleuchtung mit so einer Glaskugel, wie man die heute auch noch kennt. Und Gerd Müller hat wirklich voll getroffen. Aber so richtig voll. Die ging in 1000 Scherben. So, jetzt war mir dann natürlich, ich war damals 8, 9 Jahre alt, war furchtbar peinlich. Furchtbar peinlich. Ich habe also eine ganz grandiose Geschichte ausgedacht, wie das denn wohl sein kann, oder das denn wohl passiert sein kann. Sind andere Jungs gekommen, die haben das gemacht. Völlig absurd, würde ich heute sagen. Also, das hat mir mit Sicherheit auch keiner geglaubt. Aber die haben mich in dem Glauben gelassen, sie hätten es geglaubt. Die Drecksäcke. Ich habe also eine sehr unruhige Nacht gehabt. Am nächsten Morgen bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr das gebeichtet. Da hat meine Mutter gesagt, so, jetzt musst du zur Oma gehen. Was hat deren Lampe kaputt gemacht, nicht meine. Jetzt hatte der kleine Werner ein doppeltes Problem. Er hat ja nicht nur die Glaskugel kaputt geschossen, sondern er hatte ja auch noch gelogen. Ich hatte noch einen oben drauf gesetzt. Und jetzt erlebe ich da den Abklatsch meines persönlichen jüngsten Gerichtes. Ich werde ein Bild, das ich nie vergessen werde. Das ist dieselbe Oma, die Erbsen gefunden hat. Die sitzt auf ihrem Sessel und ich stehe da so als kleiner Stropf vor ihr. Natürlich nicht angenehm, die Situation. Hoch, nur peinlich. Und erzähle ihr das jetzt. Und dann hat es gar keine Strafe gegeben, weil meine Oma dann gesagt hat, die hast du schon gehabt, da so zu stehen. Wenn sie jetzt ein heiligmäßiges, denn das geht nicht um Allversöhnung. Wir reden über Ewigkeit. Wenn sie in der Ewigkeit Gott ihr Leben hinhalten, und das ist gut, mit gut meine ich nicht sehr gut, sondern gut, wir sind Menschen, dann werden wir uns in der seligen Anschauung Gottes freuen können. Wenn wir unser Leben verwirkt haben, weil wir uns von Gott abgewandt haben, werde ich Gott überhaupt anschauen können? Oder werde ich mich in der Anschauung, ich bin im Himmel, ja? Aber werde ich in dieser Anschauung, werde ich die Anschauung Gottes überhaupt genießen können? Oder lebe ich da nicht in einem Zustand ewiger Scham, wobei Ewigkeit zeitlos ist, und kann das nicht genießen? Ich bereite mir selbst die Hölle mit. Das ist nicht Allversöhnung, obwohl alle im Himmel sind. Aber ich kann das Versöhnungsangebot Gottes, das er mir hinhält, vor lauter Ich-Erkenntnis und Scham nicht annehmen. Da ist die Hölle noch ein angenehmer Ort gegen. Deswegen kann ich Ihnen nur raten, sammeln Sie sich Schätze bei Gott. Gucken Sie, wie Sie das Ihre einsetzen, dass es Ihnen ergeht, besser ergeht als dem reichen Prasser. Ja? Gott will, dass wir erlöst sind, aber ich fürchte, es liegt ein bisschen an uns, ob wir dieses Liebesangebot Gottes dann tatsächlich genießen und annehmen können. Aber Jesus hat schon am Kreuz gesagt, heute zu dem Schächer, ja, bist du noch bei mir im Paradies. Weil dieser Schächer sich ihm zuwenden konnte. Der andere konnte es nicht. Und dieses Problem. Er hätte aber die Möglichkeit gehabt, die Antwort. Ja, genau. Er hätte die Möglichkeit gehabt. Ja? Und diese Möglichkeit besteht ja. Aber wie will jetzt ein Mensch, der zig Millionen Menschenleben auf dem Gewissen hat, im Angesicht dieser zig Millionen Menschen, die werden ja da sein auch, kann er dann sagen: Och, jetzt erkenne ich, das war alles ein Fehler. Er muss ja sein ganzes Leben da hinein integrieren. Er wird da sein, Gott wird ihn heil machen wollen. Wird er sich dann heil machen lassen können, um seiner selbst willen? Ich weiß das nicht. Es ist nur genau das, es ist eben nicht die einfache Allversöhnung, so nach dem Motto, alles wird gut. Es ist das, was das Gericht macht. Es hat auch was mit Läuterung zu tun, was wir in so ein Bild eines Fegefeuers packen können. Ich kann nur sagen, wenn wir aus diesem Dilemma heraus wollen, sollten wir dem Rat Jesu folgen und dem Weg der Wahrheit und dem Leben folgen. Und darin versuchen, es ihm gleich zu machen. Okay. Ich hatte eben ein Denkproblem. Sie sagten, es gibt Menschen, die überlegen sich, Menschenskind, was du da alles angestellt hast.
Es gibt aber auch die Menschen, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass sie was falsch gemacht haben können. Ja. Das sind doch die eigentlichen Schmutzfokus. Ja, und es gibt Menschen, die sind gar nicht in der Lage nachzudenken, weil es ihnen nicht gegeben ist. Deswegen bin ich, es gibt einen Theologen, der Ladislaus Boros, der hat die sogenannte Endentscheidungshypothese formuliert, die besagt, ganz grob und ein bisschen verkürzt gesagt, wenn ein Mensch in der letzten Sekunde seines Lebens bereut, wird er gerettet werden. Aufrichtig bereut, wird er gerettet werden. Ich sage, was ist aber mit den Menschen, denen es intellektuell, weil sie dement sind oder so, da gar nicht gegeben ist? Deswegen sage ich, ich glaube, dass über den Tod hinaus, dass dieses Bereuen, dieses aufrichtige, endgültige Bereuen, das im Angesicht Gottes noch möglich ist, da aber die volle Verantwortung für die Übernahme der eigenen Taten gegeben sein muss. Da bewegen wir uns jetzt aber in einem spekulativen Bereich, den ich hier empirisch nicht mehr fassen kann. Deswegen sage ich nochmal, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was ich hier Ihnen heute mitgeben wollte, ist, es gibt keine Allversöhnung, so einfach mal nach dem Motto, wird schon alles gut gehen. Es gibt ein Gericht der Gerechtigkeit, in dem trotzdem das endgültige Heil möglich ist, was Gott anbietet, wenn der Mensch es für sich übernehmen kann. Es wird sich aber in jedem Fall lohnen, wenn Sie versuchen, hier schon den einen oder anderen Taler auf das Ewigkeitskonto einzuzahlen. Das wird kein Schade sein. Mit Blick auf die Uhr, wenn es Ihnen gefallen hat, ich hoffe, es hat Sie weitergebracht, wenn es Ihnen gefallen hat, sind Sie hier sehr herzlich wieder willkommen in 2 Wochen am 20.11. Dann steuern wir ja schon auf das Ende des Kirchenjahres zu, weshalb wir dann dem Kirchenjahr und seinen Festen auf die Spur versuchen zu kommen. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die Nacht nach Hause und auf ein gesundes Wiedersehen. Wann haben Sie denn die Zeit, die theologische Abhandlung zu schreiben? Das, welche Abhandlung meinen Sie?